Ja, schön, dass Sie alle da sind und dass Sie hergefunden haben. Ich begrüße Sie zum Dialog der Berlin-Brandenburgischen Landesgruppe der Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur und der Landesarbeitsgemeinschaft Medienarbeit Berlin zusammen mit Vertretern der Parteien und vor der Wahl im September. Gleich zu Beginn ein Dank an die Landeszentrale für politische Bildung für die kostenfreie Zurverfügungstellung dieses Raumes und der Vorbereitung der Veranstaltung. Mein Name ist Christine Watti, ich bin freie Journalistin aus Berlin und eigentlich habe ich überlegt, was kann man denn erwarten, wenn so eine Veranstaltung diese schöne Überschrift trägt, wohin steuert Berlin in Sachen Medienbildung? Und dann dachte ich, es kann eigentlich nur fantastische Ergebnisse und tolle konkrete Pläne und Ideen geben, schöne Antworten wie, na, Berlin steuert auf jeden Fall nach vorne oder Berlin steuert auf jeden Fall in einen sicheren Hafen oder wir schippern den Kahn schon sicher über den wilden Medienbildungs- und Medienkompetenzozean und am Ende halten sich vielleicht die Parteienvertreter und auch die Institutionen gemeinsam an den Händen. Das auf jeden Fall könnte eine Option sein. Die andere, dass viel streitbare Positionen, die Wahlprüfsteine, die Forderungen und die dazugehörigen Fragen hier heute ausdiskutiert werden und hoffentlich am Ende aber trotzdem Konkretes dabei rauskommt, mit dem man dann zumindest angeregt, vielleicht sogar an mancher Stelle zufrieden oder mit neuen Fragen nach Hause gehen kann. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Eine kurze organisatorische Sache noch vorab. Es werden Fotos gemacht, es wird gefilmt. Einerseits wird diese Veranstaltung aufgezeichnet, erstmal noch nicht direkt veröffentlicht, später aber dann schon, wenn es jetzt nicht gleich große Einwände gibt. Und es gibt einen Filmemacher, der hier an der Seite steht, den begrüße ich einfach kurz, der nochmal selber erklären kann, wofür er da ist, damit Sie dann wissen, was mit Ihren Bildern passiert. Das ist Hai Ulbricht, guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Hajo Ulbricht und ich mache einen Film über Medienbildung in der Schule im Auftrag der Landesmedienanstalt Mecklenburg-Vorpommern und der Europa-Universität Flensburg. Der ist also für Bildungszwecke und für studentische Ausbildung und so weiter gedacht. Und zwar geht es da um Schulen und Medienbildung in ganz Deutschland und in Österreich. Genau, jetzt wissen Sie also Bescheid, wenn jetzt jemand Einwände hat gegen die Filmerei oder gegen Fotos. Bei Fotos ist es ein bisschen einfacher, beim Film müssten Sie sich melden, da steht eine Kamera, dann würden die beiden Menschen an der Kamera natürlich darauf Rücksicht nehmen. Das war die Organisation und vielleicht noch kurz was zum Ablauf. Es gibt Grußworte, dann folgt ein kurzer Input und dann eben die Podiumsdiskussion, die zwar hier stattfindet, aber eigentlich hoffentlich in diesem ganzen Raum zwischen Ihnen und den Vertretern der Parteien stattfinden soll. Und jetzt räume ich die kleine Bühne, wollte ich schon sagen, dabei stehe ich ja eigentlich vor der Bühne und gucke nochmal. Genau, jetzt geht's los mit Matthias Specht, das ist der Sprecher der Regionalgruppe Berlin-Brandenburg, der GMK, und er darf als erstes, als zweites Hallo sagen. Viel Spaß. Ja, hallo, ich sage guten Tag und herzlich willkommen als einer von zwei Sprechern der Landesgruppe der GMK. In Berlin und Brandenburg die GMK, Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur in Deutschland, ist der größte Dach- und Fachverband der Medienpädagogik. Wir als Landesgruppe mit über 100 Mitgliedern in Berlin wollen den Schwung des Berliner Wahlkampfes nutzen, um in einem der wichtigsten Handlungsfelder von Politik, der Bildung, unsere Fachlichkeit mit einzubringen. In dieser heutigen Runde ist ein Teil der geballten medienpädagogischen Expertise Berlins hier in diesem Raum versammelt. So oder ähnlich könnte es also aussehen, wenn ein koordiniertes Netzwerk der Medienbildung in Berlin zusammentrifft. Brandenburg ist da schon eine Legislatur voraus. Ich kann später gerne dazu berichten. Aus meiner hauptberuflichen Perspektive als Landesfachverband Medienbildung Brandenburg. Vor 3 Wochen erst haben wir in Brandenburg eine ähnliche Veranstaltung wie diese durchgeführt. Am Vortag einer sehr, sehr interessanten Landtagsdebatte, wo gleich 4 Anträge zur Medienbildung behandelt worden sind. Die Dokumentation unserer Veranstaltung finden Sie dort am Anmeldetisch. In Brandenburg ist zwar kein Wahlkampf, aber das Thema Medienbildung beschäftigt gerade alle Fraktionen intensiv. Hintergrund, genau wie hier in Berlin, ist das aktuelle Basiscurriculum Medienbildung als Teil der neuen Rahmenlehrpläne, das als Querschnittsaufgabe beschrieben steht. Schule muss das ab 2017/18 umsetzen. Wie diese Herkulesaufgabe zu bewältigen ist, wie Medienbildung als Prozess lebenslangen Lernens
in der Bildungskette fest verankert werden kann, das ist die Frage des heutigen Tages. Für Berlin als erklärter Smart City sollte es selbstverständlich sein, nicht nur Industrie 4.0, sondern auch Bildung 4.0 konzeptionell zu untersetzen. Und das heißt neben aller Fachlichkeit Vernetzung. Ein Aktionsbündnis Medienbildung Berlin ist deshalb erklärtes Ziel der GMK-Landesgruppe Berlin-Brandenburg und gleichermaßen der Landesarbeitsgemeinschaft Medienarbeit Berlin. Und deshalb will ich jetzt an Michael Lange weiterreichen, unseren Sparringspartner für diese Veranstaltung, als Mitglied des Vorstands der LAG Medienarbeit. Danke. Ja, ich darf... Genau, ich darf Sie auch im Namen der LAG Medienarbeit ganz herzlich willkommen heißen hier zur Veranstaltung. Die LAG Medienarbeit feiert im nächsten Jahr ihr 20-jähriges Bestehen schon. Es sind etwas mehr als 30 Medieneinrichtungen aus Berlin, die in den vergangenen Jahrzehnten, kann man ja jetzt dann schon sagen, durch zahlreiche Fachveranstaltungen und vor allen Dingen auch praktische Medienarbeit, die wir berlinweit vernetzt betrieben haben, hier in Berlin tätig geworden sind. Wir merken auch, also ein neuer Schwerpunkt neben der praktischen Arbeit ist genau die Vernetzungsarbeit. Wir merken auch, dass sich immer mehr Organisationen in letzter Zeit mit dem Thema Medienbildung beschäftigen oder beschäftigen müssen. Wir kriegen auch immer mehr Anfragen natürlich von Schulen, auch jetzt gerade natürlich mit dem aktuellen neuen Rahmenlehrplänen. Das Thema Medienbildung findet allgemein natürlich sehr viel mehr Beachtung in der Öffentlichkeit. Stichworte Hate Speech, Cybermobbing, Lügenpresse, Arbeit 4.0. In der Politik oder in der Bildungspolitik findet es zunehmend auch mehr Beachtung. Da sind wir sehr froh drüber. Nicht nur mit dem Basiscurriculum, was hier in Berlin ja in die Rahmenlehrpläne eingeflossen ist, sondern jetzt auch zum Beispiel über das Strategiepapier der KMK. Wir freuen uns darüber sehr. Medienbildung ist nicht auf bestimmte Zielgruppen festgelegt, ist auch nicht an bestimmte Orte gebunden. Stichwort lebenslanges Lernen. Was nicht nur den Einzelnen aber betrifft, sondern vor allen Dingen auch noch Organisationen, die sich mit dem gesellschaftlichen Wandel zur digitalen Gesellschaft hin ja auseinandersetzen müssen. In Berlin fehlt es leider immer noch ein bisschen an Strukturen und übergreifenden Konzepten und es fehlen vor allen Dingen in der Medienarbeit auch natürlich finanzielle Mittel, wenn man sich vor Augen hält, dass zum Beispiel die 12 Medienkompetenzzentren in Berlin ja nur jährlich mit 5.000 Euro gefördert werden. Auch die MABB, die Medienanstalt Berlin-Brandenburg, leider nur Projekte zu 50% fördern darf aufgrund des Medienstaatsvertrages. Ja, wir begrüßen sehr genau, dass sich die Parteien hier heute der Diskussion stellen und auch schon einige sehr schöne Antworten auf unsere Wahlprüfsteine gegeben haben, die unter medienbildung-jetzt.de im Web abzurufen sind. Ja, wir sind uns, glaube ich, über dieses Ziel einer Medienbildung für alle sehr einig und über den Weg dahin werden wir dann heute diskutieren. Vielen Dank. In der Smart City gibt es auch eine smarte Moderatorin, die zwischendurch mit einem einzigen Satz auftritt und zwar dem nächsten, das Anja Witzel jetzt noch was sagen möchte von der Landeszentrale für politische Bildung. Bitte schön. Ja, schönen guten Tag. Auch nochmal von meiner Seite. Ich spreche jetzt für die Landeszentrale für politische Bildung, in deren Räumen Sie sich ja nun befinden und möchte Sie da auch nochmal begrüßen. Schön, dass Sie bei uns heute sind. Die Veranstaltung passt sehr gut zu uns, finde ich, weil es ein bildungspolitisches Thema ist und weil es auch ein bildungspolitisches Thema ist, also in zweierlei Hinsicht. Und in Vorbereitung auf die Wahl ist natürlich uns so eine Veranstaltung hier auch sehr willkommen, wo diskutiert wird und wo man sich auseinandersetzt mit konkreten Plänen. Ich möchte aber auch noch eine ganz kleine Information jetzt einschieben zur Landeszentrale für politische Bildung, wo ich Sie schon mal hier alle so schön sitzen habe, möchte ich Ihnen gerne noch sagen, was wir Ihnen auch anzubieten haben, auch jenseits des heutigen Tages, nämlich wir arbeiten ja mehr analog, also zum Beispiel mit Büchern, wie Sie hier auch in den Regalen sehen. Sie können bei uns
kostenlos oder gegen sehr geringes Entgelt Literatur bekommen zu verschiedenen politischen und gesellschaftlichen Themen. Viermal die Woche haben wir geöffnet von 10 bis 18 Uhr. Hier ist der Leseraum normalerweise, wo Sie jetzt sitzen. Und heute ist allerdings, heute können Sie sich die Sachen mitnehmen, die nicht in den Regalen stehen, weil die Buchausgabe heute eben schon geschlossen ist, die offizielle. Ansonsten machen wir auch viele Veranstaltungen. Wir vergeben auch Fördermittel, Zuwendungen für Projekte der politischen Bildung. Sie finden unsere Angebote auch auf unserer Internetseite und wir laden Sie herzlich ein, das zu nutzen, unseren Newsletter zu abonnieren und auch mal wieder vorbeizuschauen. Und dann wünsche ich Ihnen für jetzt erstmal eine sehr interessante Diskussion. Und gebe auch das Mikro wieder zurück. Vielen Dank. So, jetzt sind Sie ausreichend, glaube ich, begrüßt von allen Seiten und willkommen geheißen. Jetzt ist Christine Nah an der Reihe. Sie ist Medienpädagogin aus dem Bundesvorstand der GMK und sie wird darüber sprechen, was digitale Medien mit Menschen machen, was Menschen mit ihnen lernen können und auch über sie lernen können. Und vor allem möchte sie in ihrem kurzen Input mit diesem Begriff der Medienbildung dazu ein paar klärende Worte sagen. Medienbildung kann auch schnell zur Floskel und zum großen Buzzword werden. Sie tut das von der Bundesebene und landet dann am Ende in Berlin. Und erstaunlicherweise braucht sie dafür gar nicht so viel Zeit, hat sie gesagt. Hat sie gesagt, ja. Ich muss noch dazu erklären, hallo auch von meinerseits, also so eine kleine Begrüßung noch dazu. Wir machen eine interaktive Präsentation jetzt. Also ich habe keine Präsentation hier, sondern der Kollege hier hinten. Also ich werde immer so komische Bewegungen machen. Warum? In Klammern, das hat was mit technischen Problemen zu tun, aber vordergründig machen wir das Ganze ein bisschen auflockernder. Okay. Wir haben uns in der Landesgruppe überlegt, dass wir so einen kleinen inhaltlichen Input machen wollen und der geht jetzt sozusagen los. Aber zunächst möchte ich gerne, das ist dann so ein Nicken an den Kollegen, ein paar Fragen an Sie loswerden. Das geht dann bitte, ich bitte um ein Handzeichen sozusagen Ihrerseits. Wer von Ihnen kommt aus dem Schulbereich? Gut. Wer kommt aus dem Bereich der frühkindlichen Bildung? Sie können sich auch so richtig eindeutig melden. Ich kann das auch nochmal vormachen. So richtig, so, also ja, auch die Leute, die so, das ist auch gut. Okay. Aus der außerschulischen Bildung? Mhm, sehr überwiegender Teil. Wer kommt aus der Lehrerausbildung oder so ähnlich, habe ich jetzt mal genannt. Also das ist sozusagen jetzt nicht der Rest sozusagen, sondern das würde jetzt auch sowas, nein, aber sicherlich auch Weiterbildung, Volkshochschulen und so weiter. Also das wäre jetzt so ein Bereich, den ich jetzt da, genau. Wer würde sich der Politik zuordnen? Mhm. Wen habe ich vergessen? Gibt es irgendjemand? Ja, hallo? Hochschulbereich aus dem Hochschulbereich, genau. Gut. Wer von Ihnen kann erklären, was OER sind? Okay. Machen wir nicht. wer würde sich als Akteur der Medienbildung verstehen? Auch so viele. Die richtigen da. Toll. Wer hat irgendwas mit Medienbildung zu tun? Okay, wer hat alle Wahlprüfsteine gelesen? Okay, gut. Ich bin fertig. Ich komme zu einer kleinen Überleitung, denn ich möchte Ihnen gerne eine Geschichte erzählen. Gerne. Wann genau die Geschichte passiert, wann die Geschichte spielt, kann man im Moment noch nicht sagen. Aber das ist Clara. Clara erzählt die Geschichte Ihnen. Ich bin Clara, bin 13 Jahre alt und gehe in eine Schule in Berlin. Digitale Medien gehören zu meinem Leben dazu, klar. Und zwar auch, wenn ich in der Schule bin. Schließlich gehört das ja zu meinem Leben, oder? Eigentlich ist es ja keine große Sache, eigentlich, aber wenn Sie es wissen wollen, dann erkläre ich es Ihnen halt. In meiner Schule gibt es viele Räume und Gelegenheiten, in denen jeder Schüler so ausgestalten kann, wie er möchte. Wir beschäftigen uns zum Beispiel mit einem Thema unserer Wahl, kleinere Gruppen in Projekten oder auch größere, wenn zum Beispiel jemand zu uns kommt oder eine Projektwoche macht. Wo wir da hingehen, ist erstmal vielleicht auf unsere Bezirke begrenzt, aber auch jemand, der vorbeikommen kann. Ob Filme, Minecraft, Snapchat, Stifte, Papier, Videos, was wir benutzen, ist den Lehrern eigentlich erstmal ziemlich egal. Hauptsache, wir können zeigen, was wir machen und wir machen das, was wir machen, gerne. Vor allem die Tüftelsachen, an die ich Sachen auseinander
bauen kann oder auch mal selbst zusammenbauen kann. Zum Beispiel die 3D-Geschichten und so weiter gefallen mir besonders gut. Ich glaube, früher ist es Informatik oder so. Und klar, es kommt schon mal vor, dass ich mit anderen Schulen aus, oder anderen Schülern aus einem anderen Land mal quatsche oder sowas. Wir haben zum Beispiel so eine Partnerschule irgendwo. Schon praktisch. Im Mittelpunkt steht jedenfalls immer etwas, was wir selbst herausbekommen sollen, mit dem wir lernen wollen und so weiter. Eine Aufgabe, die uns selbst beschäftigt sozusagen und die wir bewältigen wollen. In meinem Portfolio, das machen wir dann im Internet, bemerke ich dann oder vermerke ich dann, was ich gemacht habe und so weiter. Das trägt sich eigentlich alles auch in die normalen Fächer, also nicht nur diese Projektsachen weiter. Dort nutzen wir digitale Medien, um unsere eigenen Materialien zu erstellen, Experimente zu machen, gemeinsam an Texten zu arbeiten, Zeitstrahle zu erstellen oder auch mal gemeinsam Quiz zu machen. Manchmal lesen wir auch was zusammen oder manchmal lesen wir auch was zu Hause und wir schauen uns dann ein Video zu Hause an und diskutieren dann eigentlich nur noch in der Schule. Flipped Classroom nennen die das. Wir suchen uns dann eigentlich immer sofort die Informationen, die wir brauchen. Also wir warten nicht, dass wir dann zu Hause auf Wikipedia gehen können oder so, sondern wir ziehen die Sachen eigentlich gleich direkt ein. Praktisch ist auch, wenn ich krank bin, bekomme ich mit, was in der Schule passiert ist. Das ist sehr praktisch. Meine Lehrer sind eigentlich ganz schön fit, was den Einsatz von Schule angeht. Sie sagen aber auch immer, dass man immer so ein bisschen nie auslernt, auch wenn man es gelernt hat. Die haben das irgendwie gelernt. Wenn nicht, dann fragen sie halt irgendwie uns und wir schauen dann auch mal gemeinsam. Das macht immer am meisten Spaß. Und wenn sie fragen, was ich mit diesen Whiteboards mache, ob ich da schon mal mitgearbeitet habe, nö. Ich weiß auch gar nicht so richtig, warum ich die eigentlich einsetzen soll. Also ich nutze mein Handy und das Tablet, was ich zur Verfügung gestellt bekomme. Clara bekommt Räume und Mittel und Wege zur Verfügung gestellt, Anlässe geschaffen sozusagen, erstmal digital und analog, ist erstmal egal, was sie erzählt hat. Sie lernt mit anderen und von anderen. Sie lernt nicht dadurch, weil es ihr einer sagt, dass sie das machen soll, sondern weil sie es wissen will und weil sie sich dafür interessiert. Kurz zum Wann, um die Geschichte abzurunden, letztendlich entscheiden wir heute, in Anführungsstrichen, wann dieser Zeitpunkt ist. Zum Hier und Jetzt. Das habe ich letzte Woche in der Spandauer Schule gemacht. Sie erkennen das Problem. Was passiert eigentlich und worum geht es eigentlich? Die digitale Welt ist kein Gegenstück zur realen Welt oder sowas. Digitale Technologien und Techniken ins Digitale, Entschuldigung, analoge Technologien ins Digitale zu bringen, darum geht es überhaupt nicht. Es geht also nicht darum, plötzlich aus E-Books zu lesen, weil letztendlich ist das eines der geschlossensten Systeme, die man sich vorstellen kann, weil man damit nämlich überhaupt nichts machen kann. Es geht um selbstständige Lerner, die wir heranziehen wollen, erzielen sozusagen, in Anführungsstrichen. Im Individuum, in die Veränderung von Lehrerschaften und Begleitern, die zu Begleitern werden und so weiter. Der vermeintliche Kontrollverlust auf der einen Seite, den es auf jeden Fall mit sich bringt, ist für die einen das eine und für die anderen ist es aber Emanzipation und das wollen wir. Wir wollen diese jungen Menschen zu emanzipierten Individuen machen. Wir leben in einer Welt, in der wir einfach nicht alle Antworten kennen und kennen können. Und deswegen brauchen wir Freiräume, Anlässe, Gelegenheiten und Begegnungen mit Partnern gemeinsam. Nur so geht es. Medienbildung und Medienkompetenz. Man würde auch, ein kluger Mensch namens Martin Lindner sagt auch, redet gerne vom Klimawandel, weil sich das als schneller Prozess der Umwälzung versteht, wo das die Temperatur steigt und so weiter. Es entstehen also Wüsten, wo früher fruchtbare Böden waren. Man sieht es an der Musikindustrie, aber vielleicht auch an Schulbuchverlagen, man wird sehen. Oder auch Gletscher, die fest in sich zusammen waren und dann irgendwann vielleicht an der einen oder anderen Stelle zusammenfallen und so weiter. Das könnte ungemütlich werden, vor allem für Schule, die so eine Art Sonderraum darin einnimmt und so weiter. Medienbildung in dem Zusammenhang könnte man fragen, naja, woran liegt denn jetzt nun eigentlich dieser Bildungsrelevanz der Medien? Medien sind Teil, natürlich, Teil der Welt und Weltlieferant sozusagen, sagt Benjamin Jürissen. Als Teil der Welt sind sie Gegenstand, also sichtbar, ja, hier. Überall. Aber auch natürlich strukturgebendes Relevanz, hat eine strukturgebende Relevanz, Voraussetzungen, etwas sichtbar zu machen und so weiter. Medienkompetenz dann als Fähigkeiten, Bündnis, Bündelung, sich Medien sozusagen anzueignen und selbst damit umgehen zu können und so weiter. Wir brauchen sozusagen Helfer. Wir können diese Helfer sein, wir können diese Unterstützer sein für diese Jugendlichen, die wir heranerziehen wollen, ich sage schon wieder erziehen, warum sage ich denn das, unterstützen wollen, darin in diesen gesellschaftlichen Prozessen Teilhabe sozusagen zu machen und Teilhabe zu erlernen, das muss man ihnen zeigen. Sie können das einfach gar nicht anders.
Und dadurch brauchen sie Anlässe und Probierräume und so weiter. Was passiert anderswo? Das spare ich mir jetzt viel. Also anders, nicht ganz. Es passiert viel, natürlich auf der KMK-Ebene passiert viel, wenn man jetzt sich die, zum Beispiel den Entwurf vom April 2016 anschaut. Bis hin zu Bestrebungen, auch integrativ mit Medien und Medienbildung sozusagen umzugehen. Einzelne Beispiele kann ich dann bei dem Kaffee noch erklären. Auffällig ist, ob das Baden-Württemberg ist, NRW ist oder auch Hamburg, Schleswig-Holstein, dass es einen starken Netzwerkcharakter hat. Also dass sich die Leute nicht alleine in ihre Schulen begeben und dann dort die Konzepte machen, sondern dass sie miteinander reden. Das ist in diesen genannten drei Beispielen der Fall, bis hin natürlich zum Entwurf der KMK, der auch sozusagen auch sehr auf das Dialogische ausgelegt ist. Letztendlich geht es um das gegenseitige Beraten und die Unterstützung und auch außerschulische Partner einzubeziehen. Und nun, ich kann nur ermutigen, uns alle ermutigen, dass wir uns das abschauen, wie es andere machen und dadurch vielleicht auch besser machen, sozusagen. Mutig zu sein und den vermeintlichen Kontrollverlust auch mitzunehmen, sozusagen. Und raus aus dieser Isolation der pädagogischen Einrichtungen zu gehen und ein bisschen mehr die Gesellschaft mit reinzuholen und so weiter. Da sind wir hier, glaube ich, an einem richtig guten Ort. Das Begreifen von Technologie verstehe ich wirklich als, also da kommt die frühkindliche Bildung sozusagen als Begreifen. Wir müssen das anfassen und auseinandernehmen und so weiter. Und es geht gemeinsam, gemeinschaftlich, dialogisch. Mit Expertisen, die nicht alle alles, müssen nicht alle alles wissen, sondern es probieren und es ums Losgehen. Vielen Dank. Vielen Dank, Christina. Und jetzt möchte ich gerne die Vertreter der Parteien aufs Podium bitten, zu mir. Ich nehme den Platz außen, kommen Sie gerne her. Ich stelle Sie auf dem Weg dann allesamt vor. Ich begrüße einmal Bettina Günther, Kandidatin der Piraten für die Wahl des Abgeordnetenhauses 2016. Bitte schön. Da sitzt inzwischen schon der Jugend- und familienpolitische Sprecher der SPD, das ist Björn Eggert. Hallo. Dann sehen Sie Regina Kittler, bildungspolitische Sprecherin der Linken. Schönen guten Tag, willkommen. Und das hier. Das ist Thomas Birk vom Bündnis 90 Die Grünen, Sprecher für die Bereiche Verwaltungsmodernisierung und queere Politik. Schön, dass Sie da sind. Und wir haben jetzt was total Verrücktes vor, was einfach natürlich zeitlich überhaupt nicht hinhauen kann. Alle 7 Wahlprüfsteine sollen durchdiskutiert werden, alle Fragen, alle Forderungen sollen dann stattfinden und dann sind wir auch um 17.45 Uhr fertig und haben Ergebnisse. Wahrscheinlich klappt es nicht. Ich würde aber trotzdem versuchen, das so als kleine Struktur dieses Gespräches zu haben, was vor allem natürlich wirklich zwischen Ihnen im Publikum und den Vertretern der Parteien an dieser Stelle stattfinden soll. Aber bevor wir, ach so, ich wollte ja noch sagen, wo ist eigentlich die CDU? Weiß jemand? Hat jemand was von der CDU gehört? Haben Sie die gesehen heute irgendwo? Die sind irgendwie, die können nicht, ne? Genau. Das ist der Gag mit dem freien Stuhl, den haben wir auch extra da so hingestellt. Wenn Sie möchten, wenn jemand von Ihnen gerne CDU spielen möchte, wäre da noch ein Platz frei. Ansonsten der Hinweis, wir haben es versucht, es sollte jemand da sein, aber es ist Tatsache niemand gekommen. Bevor wir jetzt einsteigen in die Wahlprüfsteine, die verschiedenen Themen, würde ich ganz gerne Sie hier auf dem Podium noch zu einem ganz kurzen Brainstorming einladen, das da lautet, man muss das Mikro immer schon mal vielleicht anmachen. Die müssen sich teilweise auch Mikrofone teilen, aber das schaffen sie bestimmt. Brainstorming zum Thema Medienkompetenz. Wir haben jetzt schon viel gehört, aber trotzdem geraten solche Diskussionen ja manchmal in die Gefahr, floskelig oder unklar zu werden, weil alle mit diesen in die Begriffe verschiedene Dinge reintun. Vielleicht mögen Sie mal so ein bisschen erzählen, was für Sie Medienkompetenz eigentlich beinhaltet. Was steckt denn da alles drin? Möchte jemand direkt anfangen, sonst rufe ich jemanden auf, wie in der Schule. Das kann ich auch. Herr Birk. Also, ich könnte jetzt streberhaft sagen, im Basiscurriculum Medienbildung steht drin, dass das mit Information, mit Kommunikation, mit Präsentation, mit Produktion, mit Reflexion und mit Analyse zu tun hat. Ich denke, wir sollten uns vor allem erstmal bewusst machen, was meinen wir überhaupt mit Medien?
Wir reden hier, und das ist wahrscheinlich heute auch der Schwerpunkt, über digitale Medien, aber als passionierter Zeitungsleser möchte ich doch sagen, ich denke auch, Kinder und Jugendliche sollten heute verstehen, dass es verschiedene Medien gibt und nicht nur das Smartphone und nicht nur das Tablet oder den Computer. Und verstehen, wie unterschiedlich man mit diesen Medien umgehen kann und welche Möglichkeiten sie bieten, welche Gefahren, welche Risiken auch dahinter stecken und damit souverän umgehen. Vor allem nicht nur passiv, sondern eben auch aktiv im Sinne von produzieren, vielleicht sogar eben programmieren. Das finde ich, also mir geht es heute so, ich tue mich immer noch schwer, wenn ich eine schicke Präsentation machen soll, wenn ich weiß, dass dass heute Schülerinnen und Schüler schon ganz früh oder sogar in der Kita schon anfangen, irgendwie mit Medien was zu präsentieren, dann denke ich, dann ist das eine Kompetenz, die wir erst mühevoll in unserem Leben erlernen mussten. Aber ich kann Ihnen sagen, in der Kita werden noch keine Präsentationen erstellt. Präsentationen sicher nicht, aber irgendwie, wenn Sie was programmieren, dann haben Sie schon richtig was erstellt. Ja. Und das kann man ja schon in der Kita. Nein, da haben Sie auch recht. Möchte das jemand ergänzen, spontan? Was gehört denn da noch rein, außer mit verschiedenen Medien umgehen können und diese verstehen? Da ist so ein kleiner Erstgrün, ist super. Sie können sofort reden. Ist auch okay. Eine Art der Mikrofonkompetenz. Ja, ja, und auch noch Teilen der Hardware. Das ist sehr, sehr gut und sehr realistisch. Das ist wirklich wie in der Schule gerade. Ich freue mich, habe mich auch immer gefreut, wenn Leute da waren, die die bessere Antwort hatten. Dann konnte man immer ein Wort rausgreifen, das noch ergänzen oder sagen, das sehe ich anders und hatte sozusagen einen wertvollen Beitrag zur Diskussion geleistet. Probiere ich jetzt in diesem Fall nicht, aber ich sage, für mich in dem Medienbereich, ich finde das ein... fand es sehr gut, dass Herr Birk das eben gerade nochmal aufgeräumt hat, auch den analogen Teil. Diese Mischung daraus finde ich super und ich würde es jetzt einfach nur ergänzen nochmal. Ich selber bin Legastheniker, habe sehr viel außerschulische Bildung genießen dürfen, / müssen, um im innerschulischen Teil durchzukommen und habe mir vor allen Dingen durch Audiomedien sozusagen. Heutzutage super praktisch für mich. Ich sitze hier auf dem Weg in der U-Bahn und kann mir von meinem iPhone im Zweifelsfall nochmal die Vorbereitung vorlesen lassen und kann mir davon, weil ich es auftrainiert habe, mehr merken als manch anderer vielleicht, wenn er den Text gelesen hätte. Aber, da kommen wir gleich zu dem Ding, wo ich sage, wo Medien, also eine Beschreibung, eine Ergänzung zu den Medien, also die Audiosachen mit reinnehmen, auch audiovisuelle Sachen mit reinnehmen und dann die Kompetenz zu erlernen und dabei Hilfestellung zu erhalten, was ist das für mich geeignete Medium, um das zu lernen. Ich kenne andere Leute, die können sich nur was merken, wenn sie seitenweise abschreiben. Andere Leute schreiben sich Zusammenfassungen und Spickzettel. Und dadurch den richtigen Mix zu finden, ist ja genau der Punkt. Die Clara in dem Beispiel eben gerade hat das ja schon ganz gut vorgemacht. Da vielleicht noch einbauen, dass man... sich auch immer noch mal helfen lassen kann. Ich habe von einem Lehrer einen ziemlich schlauen Satz gehört, als wir auch um dieses um die Lehrplanausbildung und so weiter gesprochen haben. Und dort hat mir jemand gesagt, den Satz fand ich ganz gut, heutzutage muss man nicht mehr lernen, was an Wissen sozusagen da ist, sondern man muss heutzutage lernen, wie erhalte ich dieses Wissen, wie kann ich es mir zugänglich machen und wie kommuniziere ich darüber. Mhm. Frau Kittler. Ja. Ja, vielleicht bloß eine Ergänzung noch. Ich glaube, dass Menschen heutzutage ganz viel in Medien unterwegs sind und als Medienkompetenz würde ich aber auf jeden Fall, und das wäre auch eine Aufgabe für Bildung, erwarten, dass wir uns vor allem um Datensicherheit kümmern und um das, was man eigentlich auch, um sich selber zu schützen, tun muss, wenn man mit Medien umgeht, also insbesondere mit digitalen Medien. Hm. Möchten Sie das auch noch ergänzen, Bettina Günther? Ja, also ich kann natürlich allem zustimmen, was bisher gesagt worden ist. Als Ergänzung fallen mir zwei Sachen ein. Das eine ist, dass es sozusagen in diesem immer größer werdenden Wust von Informationen, die man zur Verfügung hat heutzutage, einfach darum geht, sich Strategien anzueignen, damit umzugehen und auch wirklich das zu finden, das zu suchen, was einen interessiert, auf dem Laufenden zu bleiben in den Themen, mit denen man arbeitet und auch Sachen, also sozusagen zu gewichten. Also ist das eine Quelle, der kann ich jetzt trauen oder eine, die...
der ich jetzt eher vielleicht nicht traue oder die vielleicht auch im schulischen Sinne unter Umständen auch nicht anerkannt wird von Lehrern oder im wissenschaftlichen Sinne. Das ist das eine. Und das andere ist, was mir sehr wichtig ist, ist im Grunde die Möglichkeit der gesellschaftlichen Teilhabe. Also es ist ja notwendig, dass alle letztendlich irgendwie mit Medien umgehen, aber die Schere zwischen denjenigen, die das gut können und souverän können und denen, die es entweder gar nicht können oder wenig können, das geht halt ein bisschen auseinander und da, denke ich, sind eigentlich alle gefordert, weil gesellschaftliche Teilhabe auch in diesem Bereich ist einfach was, was zur Demokratisierung der Gesellschaft und zur Partizipation an der Gesellschaft notwendig ist. Und da muss man dran arbeiten. Die Punkte, die Sie angesprochen haben, die funktionieren natürlich alle überhaupt gar nicht, wenn es nicht Lehrerinnen und Lehrer gibt, die genau all das, was da drin steckt, vermitteln können, wie verschiedene Medien funktionieren, wie wiederum Strategien mit Medien umzugehen funktionieren. Und somit kommen wir gleich zum ersten Wahlprüfstein, Medienbildung in der pädagogischen Ausbildung. Damit gebe ich direkt die konkrete Frage an Sie weiter, die wiederum von Medienbildung jetzt quasi schon gestellt wurde. Welche Vorschläge hat denn Ihre Partei, um eine verbindliche Fortbildung für Lehrerinnen und Lehrer in der Ausbildung in Sachen Medienbildung überhaupt sicherzustellen? Denn wie wir wissen, kann man alles immer besprechen und am Ende geht es nicht weiter, weil natürlich niemand da ist, der all diese Teile und noch die Sachen, die wir noch gar nicht mit zum Bereich der Medienkompetenz aufgeführt haben, wirklich vermitteln kann. Na, ich kann ja mal anfangen. Sehr gerne. Also zum einen muss natürlich das LISUM hier eine andere Rolle zukünftig spielen, als das LISUM das heute tut. Ich glaube, dass es viel zu wenig Angebote gibt für Fort- und Weiterbildung. Dazu kommt, dass jede Schule ja auch eine Verantwortung hat, also ich meine das Kollegium natürlich, dass die an Studientagen sich auch mit diesem Thema beschäftigen, dass die Fachbereiche entsprechende Fortbildung organisieren und ich denke mal schon, dass Lehrkräfte bis zu einem bestimmten Alter schon verpflichtet werden sollten, sich hier weiterzubilden. Weil ansonsten passiert genau das, was Clara hier erzählt hat, kenne ich aus meiner eigenen Praxis, ich bin auch Lehrerin natürlich auch. Da hat man immer ein paar Schüler oder Schülerinnen zu sitzen und sagen, wie geht's denn hier, mach mal bitte. Und dann hat man natürlich in jeder Klasse auch welche, was nicht schlimm ist jetzt in dem Sinne, aber trotz alledem deutet das ja schon so ein bisschen ein Problem an. Wir kennen das Alter der Kolleginnen im Durchschnitt hier in Berlin. Und viele haben einfach, sind so nicht aufgewachsen, das, was für Schülerinnen und Schüler beispielsweise völlig selbstverständlich ist, ist für Lehrkräfte es eben nicht. So, und dann hat natürlich auch jeder eine Eigenverantwortung. Ich erwarte wirklich von allen pädagogischen Kräften, dass sie sich entsprechend auch selber bemühen. Und dann gibt es ja auch Möglichkeiten einer Online-Fortbildung. Genau das kann man ja auch organisieren, ohne dass man sich ganz weit weg bewegen muss oder Ähnliches. Damit sprechen Sie an, also die Idee, ältere Lehrkräfte dann zu verpflichten, sich fortzubilden. Aber man könnte ja natürlich auch früher anfangen in den Hochschulen und genau da schon mit Medienbildung beginnen, dass man nicht hinterher sagen muss, ihr habt es leider nicht gelernt, dann macht doch jetzt mal schnell noch. Na, aber dazu haben wir ja das neue Lehrkräftebildungsgesetz und da hoffen wir mal, dass die Kompetenzvermittlung dort, wir warten ja hier irgendwie eine Vertreterin der Hochschulen da, auch passiert, weil da haben wir ja das ähnliche Problem unter den Lehrkräften. Ja. Also ich bin mir nicht sicher, ob wir bei der Reform in der Debatte, wo es ja um viele Themen ging und auch um viele Interessen, die unter einen Hut gebracht werden mussten, ausreichend über das Thema Medienkompetenz und Vermittlung an den Hochschulen geredet haben. Wir haben diese Diskussion ja eigentlich nie, muss man sagen, im Bildungsausschuss ausführlich geführt. Die haben wir einmal, da war ich zu Gast, im Bund Euromedienausschuss geführt, also in dem Ausschuss, der sich auch mit Medien beschäftigt, aber weniger eigentlich um Bildung. Und
ich denke mal, wir sollten da in der nächsten Legislaturperiode trotzdem auf jeden Fall nochmal nachgucken, ob wir da noch einen Nachbesserungsbedarf hat, was die verpflichtende Ausbildung angeht. Dass da sicher freiwillige Module angeboten werden, ist heute, glaube ich, selbstverständlich. Mir ist in der Erarbeitung des Papiers, das hier auch ausliegt und des gemeinsamen Antrages, den wir mit den Linken und den Piraten zusammengestellt haben, aufgefallen, auch in der Diskussion mit Fachleuten, so das Querschnittsthema ist etabliert und ist ja auch in den Rahmenkompetenzen des Lehrplans festgeschrieben, aber was den Lehrkräften, glaube ich, fehlt, ist fachdidaktisch das in ihr Fach zu übersetzen. Also wirklich zu wissen, was kann ich damit anfangen in Mathe, was kann ich damit in Erdkunde, was kann ich in Deutsch damit anfangen, was ist der Unterschied zu dem, was ich traditionell gemacht habe vor 20 Jahren, als es diese Medien auch so noch nicht gab. Und diesen Austausch zu organisieren untereinander, sich da gegenseitig fit zu machen, auch an den Schulen jeweils dazu ein schuleigenes Curriculum zu entwickeln, dafür muss Raum geschaffen werden. Das muss auch wirklich sich niederschlagen in der Koordination innerhalb der Schulen, dass da Leute mehr freigestellt werden als bisher diese 0,5 Stunden für 142 Schüler. Diese Lehrkräfte sollen ja eigentlich diese Curricula entwickeln. Für alle Fächer kann das ja kaum gehen mit einer Person, die da irgendwie 5 Stunden freigestellt ist, höchstens, oder vielleicht nur 3. Da muss einfach mehr Raum geschaffen werden und auch über vielleicht eine Lernplattform, nicht nur für Schüler und Schülerinnen, sondern eben auch für Lehrkräfte ein Austauschort gefunden werden, wie man sich da gegenseitig fit macht. Sagt Thomas Birk, kurz, ich habe gesehen, dass Sie was sagen wollten, Herr Eggert, nur kurz mal ins Publikum gefragt, weil so viele da muss das und das und das passieren, Sätze waren, würden die denn von Hochschulvertretern oder sonstigen Bildungsvertretern ergänzt werden wollen? Ist man mit da muss das passieren Vorschlägen zufrieden an der Stelle? Bitte schön. Also Valentin Münscher von Wikimedia Deutschland. Ich arbeite im Bereich Bildung und wir setzen uns mit dem Thema OER sehr intensiv auseinander seit einigen Jahren. Ich muss entschuldigen, ich kriege so ein bisschen, stellen sich mir die Nackenhaare hoch, wenn ich das Wort fordern von Lehrkräften höre, gerade im schulischen Kontext. Also ja, es ist immer schön, wenn die Kolleginnen und Kollegen im schulischen Bereich die Möglichkeit bekommen, sich vorzubilden. Aber Herr Birk hat es gerade ganz gut auf den Punkt gebracht. Im Moment ist da keine Zeit für. Und im letzten Jahr haben wir ein Projekt umgesetzt, was vom BMBF gefördert wurde. Da ging es um OER und die Weiterentwicklung von OER in Deutschland. Und die Lehrkräfte, die Standardantwort ist, ja, super Thema, aber kommt mir dazu, wenn ich dafür 10 Stunden irgendwie im Jahr oder im Monat kriege. Also ich finde, ist alles schön und gut, was da alles gefordert wird, aber man muss es auch mal ein bisschen mit denen besprechen, um die es dann auch geht am Ende da. Hm. Herr Eggert, vielleicht wäre natürlich jetzt so ein total geschmeidiger Moment, um jetzt das Wort, das ich Ihnen vorhin noch kurz abgeschnitten habe, zu übernehmen und zu sagen, stimmt, da überlegen wir uns was. Also, ich fange zwei an und das ist so eine Mischung auf beiden. Mein Einwand, den ich bei Herrn Birk, wo ich einer Sache zumindest ein Fragezeichen setzen würde, beim Rest würde ich da gar nicht widersprechen. Ich habe mich vorhin gemeldet bei der Frage außerschulische Bildung, weil wir Parlamentarier, teilweise Halbtagsparlamentarier sind und oder alle eigentlich hier und teilweise auch noch normale Jobs nebenher machen. Ich ursprünglich aus der Jugendverbandsarbeit komme und dabei nonformale Bildungsansprüche sozusagen auch mit beruflich verbunden habe. Ich fand es ganz interessant in dem Beispiel vorhin und auch mit Clara ging es ja immer um Erziehen und Nicht-Erziehen und ob wir unterstützen und so weiter. Wenn wir dann nicht mehr über die Schülerinnen und Schüler, die wir heutzutage nur noch anregen möchten, inspirieren möchten und sozusagen sich selbst zu entfalten, sondern über die Lehrkräfte sprechen, sprechen wir ganz schnell und sehr oft von verpflichtenden Fortbildungsmaßnahmen, der Pflicht nachzukommen, sozusagen sich da auf dem aktuellen Stand zu halten und so weiter. Da stelle ich nur ein Fragezeichen, weil wenn wir erkennen, dass das bei jungen Leuten nicht klappt und wir davon ausgehen, dass die tendenziell noch flexibler sind, wird das dann wirklich bei Älteren klappen? Klappt es, dass wenn wir, oder hat es in der Vergangenheit geklappt, dass man gesagt hat, es muss jetzt verpflichtend die und die Sachen gemacht werden, dann sind alle Lehrer da hingegangen, haben ihre Stunden abgerissen und danach lief es besser in der Schule? Würde ich ein großes Fragezeichen hintersetzen. Und bei dem Punkt mit der Freistellung, also einfach, und da sind wir, glaube ich, hier alle PolitikerInnen, die hier vorne sitzen,
Profi und also professionell genug, wir könnten Ihnen jetzt nach dem Mund reden, könnten sagen, ja, sehe ich auch so, das ist auf jeden Fall so, müssten wir Freistunden für geben und so einen Bereich, mache ich nicht. Allein deswegen schon nicht, damit wir einen Diskurs haben. Ich glaube, dass Lehrerinnen und Lehrer haben ja jetzt schon Unterrichtsverpflichtungen, aber auch Unterrichtsvorbereitungszeiten und sozusagen eigentlich darin auch verpflichtend, den Anspruch, sich weiter fortzubilden und ihren Stand auf dem aktuellen zu halten. Also ich vermute, viele, wenn ich mich umgucke, werden es erlebt haben wie ich in der Schulzeit. Da haben die Kolleginnen und Kollegen, die mich unterrichtet haben, mit teilweise verblassenden Overhead-Projektorfolien gearbeitet, weil sie die irgendwann mal nach ihrem Staatsexamen angelegt haben und seitdem haben sie die für die weiteren Jahrgänge mitbenutzt. Das ist, glaube ich, nicht das, was man heutzutage sozusagen darunter versteht. Und ich glaube, dass Lehrerinnen und Lehrer durchaus auch jetzt schon, wenn die Bereitschaft dasteht, Möglichkeiten haben, sich fortzubilden. Und da sozusagen ranzusetzen. Und 10 Stunden frei pro Woche, um dann so ein Projekt mit ihnen zusammen zu machen, ist aber wirklich ein ganz schöner Happen, was, glaube ich, faktisch für uns nicht leistbar ist, vor allen Dingen, und da muss ich auch leider die Realität mit einbringen, bei dem Bedarf an Lehrerinnen und Lehrer, die wir zurzeit haben. Aber Frau Kittler wird es wahrscheinlich jetzt anders sehen und ich gebe direkt weiter. Das ist auch Rolle Opposition und Koalition. Ja, ist auch Rolle Erfahrung. Also ich gebe Ihnen völlig recht. Also erstmal OER, super Sache, ja, aber auch dazu brauche ich ja Zeit, und zwar Arbeitszeit. Also ich kann nicht erwarten, dass die Kolleginnen und Kollegen in den Schulen das nun auch noch, und das muss ich wirklich so sagen, in ihrer Freizeit zusätzlich leisten. Irgendwann muss der Mensch auch mal schlafen. Also ich habe lange Zeit bis zum Abitur gearbeitet. Ich weiß, was es bedeutet, Klausuren korrigieren, ausarbeiten zu müssen und so weiter. Und dann ist irgendwann einfach die Kraft zu Ende. Und das hat was auch damit zu tun, will ich das Bild, was wir von Lehrkräften haben, wirklich so beibehalten, wie wir es jetzt haben? Nein, will ich nicht. Das muss ich verändern und auch die Arbeitszeit muss ich verändern. Die müssen Möglichkeiten kriegen, wirklich reformpädagogisch tätig zu werden. Diese Möglichkeiten haben sie heute nur sehr eingeschränkt und das geht in der Regel zulasten der Gesundheit. Und wenn wir das nicht ändern und wirklich auch in die Arbeitszeit eingebettet innovative Zeit schaffen, dann werden wir auch dieses Problem hier oder überhaupt dieses Ziel, dass wir Medienbildung in der Schule voranbringen wollen, nicht erreichen. Also insofern muss ich da auch für die Kolleginnen und Kollegen was ändern. Und immer zu sagen, naja, die können hier nicht immer in die Kiste greifen, das ist natürlich auch schon wieder eine bösartige Unterstellung. Also sicherlich gibt es auch sowas, ja, die kennt man dann auch, die Pappenheimer, aber das war nicht die Mehrheit. Also die Mehrheit engagiert sich und will durchaus innovativ sein, aber irgendwo ist dann eben auch Schluss mit lustig. Frau Günther, jetzt sind wir schon wieder hier in der Runde weggekommen von der Hochschule, also zum Beispiel von der Forderung, einfach Medienbildung da zu implementieren, prüfungsrelevant werden zu lassen, dass man, also jetzt sind wir bei dem Status quo, wie man den noch wurstelmäßig verbessern oder halt auch nicht mehr kann, aber man könnte ja quasi dann vielleicht mal drüber nachdenken, wie man die Situation so ändert, dass dieses ganze Medienbildungsthema, Medienkompetenz in der Ausbildung verankert ist und damit dann vielleicht auch diese ganzen Weiterbildungsfragen, die sich jetzt stellen, wo sie quasi scheinbar aus dem Nichts auf einmal kommen, auf Lehrer und Lehrerinnen und in die Struktur nicht reinpassen, dass die natürlich dann anders angelegt sind, wenn man viel früher dieses Thema dabei hat einfach und es jetzt nicht so immer wie drangeklebt daherkommt. Was sagen denn die Piraten dazu? Also sowas wirklich grundsätzlich mal direkt in Ausbildung mit reinzunehmen, damit man sich nicht hinterher fragen muss, warum das in den Schulen nicht läuft? Ja, also natürlich soll das in die Ausbildung und das beginnt ja jetzt auch. Ich denke, ein wichtiger Punkt ist, dass sich Schule natürlich generell auch ein bisschen ändern muss. Also wir haben das gerade bei diesem Clara-Beispiel gesehen. Das ist ja nicht nur sozusagen der Umgang mit digitalen Medien, sondern das ist eine binnendifferenzierte, individualisierte Art zu lernen, die da vorgeführt wird. Und das ist an den meisten Schulen in Berlin ja eher nicht der Fall. Also da geht es ja dann mehr darum, benutzt man hin und wieder mal einen Computer oder dürfen die ihre PowerPoint-Geschichte halt in der Schule machen oder müssen sie das zu Hause machen? Also das alleine kann es ja nicht sein, sondern es ginge dann darum,
in die Schule, also diese Lernanlässe und die Individualisierung mit reinzubringen. Und dafür braucht es natürlich eine etwas andere Ausbildung der Lehrer. Das kann von Anfang an so sein, das kann teilweise auch in Fortbildung natürlich erfolgen. Ja, also da sind wir sehr dafür von den Piraten. Wir sind auch dafür, dass man ein Fach, was Medienbildung, Medienkompetenz, wie auch immer heißt, in irgendeiner Form etabliert. Es ist natürlich schwierig, noch mehr Fächer einzuführen, aber neben dieser Querschnittsgeschichte sollte das einfach deutlich mehr der Fall sein. Im Moment ist es oft in ITG so, die Schüler lernen PowerPoint, was sie sowieso schon konnten, und dann war es das wieder nach dem halben Jahr. Also da kommt oft nicht sehr viel bei raus. Also das sollte dann etwas tiefergehend sein. Was uns wichtig ist, ist noch eine Sache, was wir auch angestoßen haben. Das sind im Grunde Medienwarte oder IT-Leute, die an den Schulen sein müssen. Das heißt, die Lehrer oder auch Schüler, die einfach Fragen haben, die mit Technik, den technischen Support brauchen oder so etwas, oder jemand, der einfach den Server ein bisschen auf dem Laufenden hält. Also es nützt nichts, wenn man seine Fortbildung gemacht hat und dann weiß man so ungefähr so ein bisschen, wo es lang geht, und dann probiert man es und ist nach einer halben Stunde eigentlich schon wieder aufgeschmissen und hat keinen, der einem helfen kann. Also das heißt, sowas ist natürlich absolut notwendig, dass das in der Schule passiert. Und das müssen nicht Lehrer sein, die das können. Das können auch Fachleute von außen sein. Wir haben eh Lehrermangel. Also ich bin gar nicht dafür, dass man Lehrer ständig für technische Aufgaben freistellt, sondern das können auch Leute machen, die quasi aus der anderen Richtung kommen, aus der anderen Ecke. Sie sagen immer Sachen ohne Mikrofon, Herr Birk, da versteht man es gar nicht. Und dann ist es vielleicht was Wichtiges. Diese 0,5 Stunden, die ich vorhin für 142 Schüler benannt habe, die sind nicht für die technische Wartung der Geräte, auch wenn es oft in der Praxis so sein mag. Sie sind für die curriculare Erarbeitung von Konzepten, und das wird aber oft missverstanden in der Praxis. Theoretisch wären wir noch mal kurz bei der frühkindlichen Medienerziehung gelandet. Wir müssen ja immer alles so zwischendurch zusammenfassen, aber es war tatsächlich jemand im Raum. Gibt es denn dazu gerade mal spontan aus dem Publikum, aus diesem Bereich, direkte Fragen, Forderungen an die Politiker? Ich glaube, das war irgendwo da, ne? Genau. Dann überlasse ich das nämlich Ihnen, dann dürfen Sie einmal, und dann mache ich gleich weiter. Ja, hallo, mein Name ist Thomas Ringer vom Verein Mediopolis Berlin e.V. Wir setzen uns für Medienbildung in Kindertagesstätten ein, und im Prinzip sind das genau die gleichen Themen, die jetzt hier im schulischen Bereich besprochen werden. Wie kann man Fachkräfte fit machen und wie kann man die Mittel überhaupt erstmal den Fachkräften zur Verfügung stellen und zugänglich machen? Also im Endeffekt ist wirklich diese Themen Zeitmangel, wie komme ich an die Geräte ran, wie mache ich die Fachkräfte überhaupt fit, mit den Geräten umgehen zu können, sie zu verstehen, sie einzusetzen für ihre Aufgaben in der alltäglichen Arbeit. Das sind Themen, mit denen wir uns beschäftigen und wo viele Fragezeichen da sind einfach. Also wenn da jemand Ideen hat, bin ich auf jeden Fall aufgeschlossen und dankbar. Bitteschön. Also wir haben das Thema tatsächlich weitestgehend bisher immer im schulischen Bereich betrachtet oder im außerschulischen Bereich. Da kommen ja viele von Ihnen auch her, die hier sitzen, die in den entsprechenden Trägern und so weiter unterwegs sind. Und der Bereich Kita ist bisher viel zu wenig im Fokus gewesen. Im Grunde genommen in dem Moment, wo in der Ausbildung, sowohl in der Erzieherinnenausbildung oder eben auch wenn Leute in der Hochschule eine pädagogische Ausbildung machen, die dann möglicherweise entweder in der Kita oder in der Schule landen. Wir wollen nämlich auch, dass in der Schule die Nicht-Lehrkräfte, also die pädagogischen Kräfte, die ansonsten noch in der Schule sind, auch entsprechend fortgebildet und ausgebildet sind. Also die Leute, die in der Kita sind, sollten entsprechend genauso ausgebildet sein, natürlich passend für die Altersstufen, wie Lehrkräfte. Und dazu muss sich die Ausbildung ändern. Es ist immer nicht so ganz einfach von der Politik, das einfach anzuordnen, weil natürlich Hochschulen und auch Ausbildungsstätten eine gewisse Freiheit haben, wie sie ihre Schwerpunkte setzen. Aber diesen Impuls sollten wir auf jeden Fall reingeben, weil wir es in der Praxis brauchen. Und natürlich brauchen die Kitas dann auch die entsprechenden technischen Mittel, die dann auch altersgerecht sein müssen. Und an all dem hapert es, glaube ich. Also ich glaube, das Thema, da sind wir noch ganz am Anfang in Berlin.
Ja, in der Praxis gibt es dann sicher positive Gegenbeispiele bei einzelnen Kitas, die sich auf den Weg gemacht haben. Aber in der Summe, glaube ich, ist das bestimmt noch ein neues Thema für die Kitas. Einsatz Björn Eggert. Ich hoffe, mehr als ein Satz. Ich hoffe, dass wir über das Thema länger diskutieren, weil ich als familienpolitischer Sprecher, ist das mein Fachbereich und hier könnte ich wahrscheinlich im Gegensatz zu den Kolleginnen und Kollegen glänzen. Wir haben das im Bildungsprogramm für die Berliner Kita mit drin. Wir haben im Rahmenlehrplan, der seit 2011, 2012 sozusagen in drei Bereichen das festgeschrieben, schon deutlich vorher sozusagen als in der Lehrerausbildung. An den Fachhochschulen gilt dieser Rahmenlehrplan, der in den Bereichen Kulturarbeit, Kommunikation, Gesellschaft, das ist der Lehrbereich 1 und der Themenfeld 3, Kulturarbeit leisten, auch das Thema Medienkompetenz in der Ausbildung für Erzieherinnen und Erzieher mit reinnimmt. Wir haben das als Querschnittsaufgabe da definiert und ich befürchte, dass es tendenziell in der Praxis, das wird der Kollege gleich noch mal bestätigen, ich sehe ja Nicken, eher zu Schwierigkeiten führt. In der Ausbildung ist es schon mit drin, es wird sozusagen darauf hingearbeitet und da wird man im Bereich machen. Wir haben aber in der Kita, und das muss man ganz klar sagen, nicht nur die Positivbeispiele von Kitas, die sich auf den Weg gemacht haben. Wir haben auch Kitas, die das explizit für sich ausgeschlossen haben, auch auf Wunsch der Eltern. Wir haben hier eine sehr breite Kita-Landschaft, wo Eltern explizit sagen, nein, das Thema Medien, entweder mache ich zum Beispiel selber, eine Variante, und die zweite Variante ist, ich nehme sozusagen explizit mein Kind raus aus der frühzeitigen Mediennutzung oder der Medienkompetenz. Wenn ich sie rausnehme, nicht aus der Medienkompetenz, nehme sie raus aus der Mediennutzung und dadurch sozusagen habe ich natürlich die Kompetenzvermittlung noch nicht, aber auch der sparsame Umgang kann ja auch eine Art von Kompetenz sein, da sozusagen das dann zu machen. Ich glaube aber, dass wir in dem Bereich wirklich ganz gut aufgestellt sind. Ich weiß aber, dass es eine große Diskussion gibt um die Frage zum Beispiel, sollen flächendeckend Tablets in Kitas eingesetzt werden? Ist das ein guter Weg? Ist das ein schlechter Weg? Da gibt es unterschiedliche Diskurse drüber. Und den Bereich finde ich eigentlich ganz spannend. Aber nochmal den Hinweis, sowohl im Bildungsprogramm als, also das, was für die Kita gilt, so ein bisschen vergleichbar wie mit der Rahmenlehrplan, als auch in der Ausbildung an den Fachhochschulen, ist das bereits seit 2011, 2012 Thema und verankert. Also in der Kita ist alles gut, in der Schule dann wieder nicht so. Ist nicht so richtig logisch für eine Außenstehende. Aber Frau Kittler hat sich schon gemeldet. Bitte schön. Ich bin nur für die Kita zu. Ja, ich stelle nur fest von außen. Hm? Naja, man muss ja auch den Zeitraum sehen. Ne? Also Sie haben jetzt gerade gesagt, seit 2011. Und dann ist ja ungefähr klar, wann die die Kita überhaupt erreicht haben. Und wie lange die da schon sind. Und ich weiß, dass in Schulen das so ist, dass die Referendarinnen und Referendare, wenn die in die Schule kommen, vom Studium her noch sehr stark gewöhnt sind, mit Medien zu arbeiten. Und Untersuchungen haben gezeigt, dass der Einsatz von Medien durch diese neuen Lehrkräfte, die aus der Ausbildung kommen, mit zunehmender Zeit abnimmt. Und das hat der mehrere verschiedene Ursachen. Also zum einen, sowohl Kitas als auch Schulen nutzen dieses Potenzial, was da aus der Ausbildung kommt, überhaupt nicht so, wie sie es nutzen könnten, weil ich würde mal vorschlagen, alle die, die da aus der Ausbildung kommen, müssten eigentlich die Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in den Kitas oder in den Schulen sein. Aber auch dazu müsste man ihnen ja wiederum Zeit geben, die sie dann nutzen können, um ihr Wissen und ihr Können an ihre Kolleginnen und Kollegen weiterzugeben. Das wird überhaupt nicht gezielt gemacht und ist, glaube ich, Teil des Problems. Und dann kommt ja noch hinzu, und da ist ja Berlin wieder mal Spitze, also wir können auch nicht digitale Bildung so richtig, weil uns fehlt ja auch die entsprechende technische Ausstattung. Also ich weiß ja, mit was für Programmen die da in den Schulen noch arbeiten. Da ist Windows ja noch ganz super, Windows 7 oder 6 oder so. Das ist ja, wir wissen ja, mit was für Programmen wir arbeiten und was da rumgefriemelt wird, damit das mit denen, mit der Software, die dann bedient werden muss, überhaupt kompatibel ist. Wir haben Geräte, die sind zum Teil zum Himmel schreiend. Da hätte jeder private Nutzer sich schon längst Ersatz besorgt.
Und die Forderung, dass auch alle Schülerinnen und Schüler mit einem Laptop ausgestattet werden oder so, die ist ja wohl noch sehr weit weg. Also die haben wir zum Beispiel. Da wird sich schon lange gemeldet. Kurzer Einwurf aus dem Publikum. Ich weiß jetzt aber nicht, Sie müssen selber ausmachen, wer zuerst dran war. Nicht, dass der Herr vor Ihnen hatte sich, Sie machen es schon. Ich würde ganz kurz noch mal einhaken, weil es ist jetzt in Lehrplänen verankert. Also das, was bei mir ankommt, ist, wir haben da so ein Trickfilmprojekt gemacht und haben uns eigentlich nur mit der Software auseinandergesetzt. Die hat nicht so richtig funktioniert und dann kommen Sie in die Kita und es passiert einfach nichts. Also dieses Verständnis überhaupt für diese Querschnittsaufgabe, das ist halt eine gesellschaftliche Entwicklung ist, die wir begleiten müssen, wo wir gemeinsam mit den Kindern lernen und entdecken müssen. Das ist überhaupt nicht angekommen. Also das muss ich jetzt mal so als direktes Feedback aus der Praxis geben. Das ist ein langer Weg, das braucht Zeit, sicher, aber ich kann als Feedback geben, bis jetzt ist noch nicht viel angekommen. So. Paradigmenwechsel anzuordnen per Lehrplan wird schwierig möglich sein. Da müssen wir auch realistisch sein. Aber ja, es dauert natürlich alles sehr, sehr lange, bis es ankommt. Ich finde es gar nicht, sagen wir mal, am wichtigsten, dass die Kinder sehr viel mit diesen Medien sozusagen im Kindergarten konfrontiert werden, sondern dass das, was sie an Mediennutzung sowieso schon haben, in irgendeiner Form begleitet wird. Also das ist ja dann durchaus oft eher das, was sie zu Hause machen oder in ihrer Freizeit. Und deswegen denke ich, muss man mit den Eltern arbeiten. Das können natürlich nicht im Wesentlichen die Erzieher, weil das natürlich, also die machen halt einen Elternabend dazu und also das müsste dann wirklich in diesen Medienkompetenzzentren oder in, also mit Eltern wirklich auch erarbeitet werden, quasi in Elternseminaren und auch ein bisschen mehr als, wir machen da mal einen kurzen Abend und dann sagen wir den Eltern, oh, ihr müsst aufpassen, ist alles so gefährlich und so, sondern also auch wirklich im Sinne von, die Eltern müssen genau die gleichen Sachen, die ihre Kinder machen, einfach mal ausprobiert haben, müssen mal geguckt haben, wo sind die da drin, wo ist die Faszination von welchen Spielen, wo kann man eventuell ein Kind auch, sagen wir mal, erwischen, indem man das Spiel auch mal mit ihm zusammenspielt oder wie kann man all solche Sachen angehen? Also das finde ich halt sehr wichtig, dass da auch wirklich so praktische Anteile drin sind, gerade in der Arbeit mit Eltern. Darf ich, ja? Also ja, Sebastian Schädler, ich habe eine Professur für Medienpädagogik an der Evangelischen Hochschule Berlin und wir haben den Studiengang Ich im Soziale Arbeit, Studiengang und auch Kindheitspädagogik, deshalb nur um das mal klarzustellen. Also in den Ausbildungsordnungen ist es genau dank des Plans, der gerade vorgestellt wurde, angekommen. Also soweit ich weiß, alle Studiengänge, die Kindheitspädagogik machen, in diesem Prozess sozusagen, haben ein verpflichtendes Modul, mindestens eins, soweit ich es weiß, zur Medienbildung. Wir haben das bei uns auch und es wird da sozusagen nicht das Riesen-Tablet-Projekt geübt, was dann natürlich scheitern muss in der Kita, sondern es wird so etwas geübt wie Medienwechselkompetenz. Also von Matschepampe, dann mal wieder Tablet, dann wieder Matschepampe. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Stand und das wächst natürlich mit den Kitas. In der sozialen Arbeit ist das ähnlich. Da gibt es auch Pflichtmodule Medienbildung seit Jahrzehnten sozusagen. Und um jetzt nochmal zurück zur Hochschulbildung zu kommen, in den Unis ist das große Versager-Thema da angesagt. Sozusagen die Hochschulen haben es nicht geschafft. Die Humboldt-Uni und die FU, suchen Sie mal jemand, der da mit Ihnen Medienbildung als Pflichtthema macht, der das nicht als Bestandteil Ergänzung von Sprachbildung macht, sondern der das als Medienbildung macht. Da finden Sie im Moment keinen. Die nennen sich Professional School of Education, an der FU haben sie es jetzt auch umbenannt, sozusagen, aber Medienbildung steht da nicht im Zentrum. Das ist anders als in Schleswig-Holstein zum Beispiel, da steht Berlin in der Lehrerinnenausbildung ganz hinten von den Unis und da fehlte der politische Druck, der, ne, also Sie haben selber ein bisschen angedeutet, ich weiß nicht, ob Sie es verschlafen haben, wer das, die Professoren haben sich vielleicht, haben das nicht ins Zentrum gerückt, wurde auch nicht belohnt sozusagen durch irgendwelche Deputatserhöhungen oder als Teil von Exzellenzclustern ist ein großes Thema, wo richtig versagt wurde, sozusagen aus meiner Sicht. Die haben das verschlafen. Jetzt meine Frage nochmal, was macht man mit der Situation, selbst wenn man das aufholen will, schafft man das, glaube ich, wirklich erst in 5 Jahren. Ist ja ganz frisch renoviert, das machen die nicht, die Professoren. Da passiert lange Jahre aus meiner Sicht nichts. Und deshalb nochmal zurück hier in den Raum, vorhin waren ja, glaube ich, 3/4 aus der außerschulischen Bildung. Das ist auch als einer der Wahlprüfbausteine formuliert, die Schulen müssen sich öffnen für die Experten, die hier alle im Raum sitzen, für die Experten und Expertinnen, die sozusagen super kompetent sind in der Medienbildung, dass sie endlich in die Schulen rein dürfen und dass die Lehrerinnen und die außerschulischen Expertinnen
auf Augenhöhe sozusagen im Teamteaching arbeiten. Da gibt es sehr gute Projekte und das ist tatsächlich meines Erachtens für die nächste Legislaturperiode dringend erforderlich. Und da muss sozusagen von oben Druck kommen, dass die Schulen sich öffnen und dass sie dafür belohnt werden, wenn sie es tun. Ist doch ein ganz handfester Plan. Bitte. Achso. Ich gebe immer meinen Zug ungern her. Dann habe ich. Es gibt ja zwei Möglichkeiten, wo man auf dem Weg schneller vorankommen könnte. Erstmal brauchen wir ja unglaublich viele neue Lehrkräfte jetzt. Also Berlin ist ja händeringend auf der Suche und wir haben jede Menge Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger. Ich vermute mal, wie aus vielen anderen Bereichen, wie zum Beispiel Musikschule und so weiter, werden aus ihren Kreisen einige mit Sicherheit demnächst als Lehrkräfte einfach an die Schulen gehen, weil sie gebraucht werden und mit irgendeinem Zusatzstudium dann auch das schaffen. Insofern wird es da möglicherweise sowieso schon einen Zuwachs an Kompetenz über diesen Weg geben. Aber das ist natürlich kein offizieller systematischer Weg, sondern einfach, es wird in der Praxis teilweise so sein. Ich bin aber sehr dafür, und das haben wir auch in unseren in den Antworten geschrieben, dass diese Trennung aufgehoben werden muss, dass praktisch außerschulische Bildung außerhalb der Schule nur stattzufinden hat und eben auch entsprechend nur da gefördert wird, sondern es muss diese Verzahnung, diese Vernetzung geben, wie wir das bei der kulturellen Bildung ja schon seit vielen Jahren jetzt gefördert haben und noch weiter gefördert werden sollte, so sollte das bei der Medienbildung genauso stattfinden und ganz systematisch angegangen werden. Weil ich glaube, wenn jede Schule eine Person hätte, die aus diesem Bereich der freien Träger kommt, dann hätten wir ganz schnell eine Fachkompetenz an den Schulen, die dann auch diese Menschen könnten ja auch genau diese fachdidaktischen Debatten moderieren und anleiern. Ich glaube, vielen Lehrkräften fehlt schlicht einfach auch der Mut, mal anzufangen. Und wenn da jemand ist, wo sie sicher sein können, im Zweifelsfall kann ich da immer hingehen und fragen und mit dem zusammen was entwickeln, dann wird da was auch entstehen. Abgesehen davon, dass die Schüler und die Schülerinnen mit Sicherheit so zur Verfügung stünden und mitmachen würden. Und es geht eben wirklich im Bereich gerade auch des Ganztags schon lange nicht mehr darum, hier ist der Unterricht und da sind die außerschulischen Kräfte, sondern das muss ein Team werden und die müssen auch vielleicht zusammen auch dann fortgebildet werden. Hört sich auch immer noch gut an und hört sich aber auch immer noch an nach, das müsste so sein. Aber genau, aber was würde es für konkrete Ideen geben, wie man genau diese Vernetzung denn wirklich hinbekommt? Also weil ich glaube, in Theorie Gedanken, weiß ich nicht, würde wahrscheinlich überhaupt niemand diesen Ideen widersprechen. Trotzdem muss es ja konkrete Vorschläge geben, wie sowas stattfinden kann. Frau Kittler? Also zum einen, denke ich mal, brauchen wir in den Schulen multiprofessionelle Teams. Wir müssen wegkommen von dieser Sortierung. Wir haben Lehrkräfte, wir haben Erzieherinnen, Erzieher. Wenn wir Glück haben, noch ein, zwei Sozialarbeiterinnen oder Sozialpädagogen. Nee, wir brauchen mehr. Und das wäre also zum Beispiel diese Möglichkeit von denen, die hier sitzen oder die in der Stadt medienpädagogisch auch was bieten können, sich jemanden in die Schule, ins Team zu holen. Und zwar rede ich jetzt auch nicht von dem, der die Technik schmeißt. Also wir fordern ja sowieso, dass pro Schule natürlich je nach Größe eine halbe Stelle beziehungsweise eine ganze Stelle da sein muss, damit die technische Seite klappt. Nee, wir brauchen auch welche, die eben medienpädagogisch arbeiten. Und dazu muss ich Stellen schaffen. Das kann jetzt auch nicht so sein, dass man sagt, na ja, jede Schule hat ja ein Schulbudget und das sind ja jetzt bis zu 20.000 Euro und dann kann man ja davon sich jemanden einkaufen. Na, da weiß man ungefähr 20.000 Euro, was man damit in einem Jahr machen kann. Ja? Dann davon soll man ja auch noch für die bauliche Unterhaltung der Schule sorgen. Also insofern brauchen wir wirklich mehr Stellen für die Schulen und dann muss ich organisieren, und das ist wieder Aufgabe der Schule, dass hier eine Zusammenarbeit stattfindet und dass Zeit geschaffen wird, damit die Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten können. Frau Günther, Sie hatten sich zu Wort gemeldet. Wenn es grün leuchtet, ist es wieder, geht es wieder los. Ja, also dem kann ich erstmal zustimmen.
also im Idealfall wären diese Medienwarte auch nicht, sagen wir mal, IT-Nerds, die die Zähne nicht auseinanderkriegen und am liebsten mit niemand reden, so wie das in der Verwaltung manchmal der Fall ist. Da hat man jemanden, dem kann man sein Problem kaum einigermaßen verdeutlichen und der soll das dann aber lösen. Das wäre für Schulen gerade eher das Negativbeispiel, sondern das sollten schon, also vielleicht wirklich Leute sein, die Medienbildung, Medienkompetenz in irgendeiner Form gelernt haben, die sich mit dem Bereich auskennen und die die Lehrer darin unterstützen können, erstmal natürlich ein bisschen in der technischen Ebene, weil die braucht es nun mal, ohne die geht es nicht. Und dann aber auch darin, wie man das letztendlich didaktisch denn vielleicht einsetzen kann. Wir haben ja auch die Notwendigkeit oder die Möglichkeit, also es geht ja nicht nur darum, dass jemand ein bisschen recherchiert, das kann man ja zur Not vielleicht noch zu Hause machen, sondern man kann ja gerade sowas wie individualisierten Unterricht auch gut machen, indem man verschiedene Lernprogramme den Schülern anbietet und dann eben genau so etwas wie Sie gesagt haben, also Sachen, die also wo die Schülerinnen und Schüler auf ihren verschiedenen, sagen wir mal, Lernkanälen auch erwischt werden. Die einen, die lieber hören, die anderen, die lieber Sachen 10-mal wiederholen, die dritten, die ganz alleine was für sich entwickeln wollen oder sowas. Also das sind ja genau die Sachen, die da dann auch eine große Rolle spielen können und die gerade in so einem Individualisierungsprozess dann auch eigentlich mithelfen müssten. Und dafür bräuchten wir natürlich eine andere Sorte von entweder, also von, sagen wir mal, erstmal Pädagogen, wie auch immer. Also Pädagogen, die Lehrer sind, Pädagogen, die von außen dazukommen. Ja, und dafür müssen die Möglichkeiten geschaffen werden. Und Berlin ist da leider im Moment immer noch das bisschen eins der Schlusslichter in, also auch in der Bundesrepublik und in Europa natürlich auch, das wissen wir ja. Das heißt, da kommt man nicht umhin, einfach auch ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen. Und wenn ich mir dieses 10-Punkte-Programm für die digitale Hauptstadt angucke, da ist der Bereich Bildung einfach eine absolute Nullnummer. Das steht, also da geht es um Start-ups und um Exzellenzinitiativen, aber es geht in keinem Fall darum, diese Digitalisierung ein bisschen in die Breite zu entwickeln. Weder freies WLAN noch Bildung in den Schulen ist da wirklich Thema. Und ich denke, das ist was wir angehen müssen. Also sich nur zu schmücken mit digitaler Hauptstadt, das kann es jetzt nicht sein. Ergänzung, Herr Eggert? Ich wollte nichts ergänzen, sondern der Kollege hat sich seit sehr langer Zeit gefragt. Ehrlich? Entschuldigung. Das ist aber nett, dass Sie... Okay, super, das ist nett, dass Sie darauf geachtet haben. Ich habe das anscheinend immer vorbeigeguckt. Verzeihung. So, jetzt muss ich mal gucken, was ich überhaupt noch alles sage, weil das wird uns, glaube ich, zu lange werden. Ich glaube, also es ging ja am Anfang, oder die ganze Diskussion kreist ja so um den Punkt, okay, können die bisherigen Lehrer das stemmen? Zum einen von den Kompetenzen, von dem Know-how, von der Ausbildung, zum anderen, was den zeitlichen Umfang betrifft. Also ich selber bin vom Landesverband Kinder- und Jugendfilm Berlin, komme aber eigentlich aus allen Bereichen, die vorhin gefragt wurden. Ich habe fast dauernd gestreckt. Also ich bilde auch an der Hochschule und an der Berufsschule Leute aus, unter anderem Erzieher. Deswegen wollte ich da gleich mal einhaken, was nämlich gleich auch die Brücke schlägt zu diesem schönen Ding Querschnittsthema. Bisher war es an der Berufsschule, in der ich auch nebenberuflich unterrichte, so, also Medienpädagogik unterrichte ich da, dass die Schule ein Vorreiter war und wirklich 2 von den 6 Semestern bei den Erziehern Medienpädagogik angeboten hat. Ja? Dann wurde das Curriculum entsprechend geändert und es war ein Querschnittsfach. Jetzt ist es so, dass es eine Projektwoche gibt, in denen der besagte Trickfilm gemacht wird und der Rest wird schnell durchgerauscht. Ja? Das bedeutet, beziehungsweise die Frage ist, wenn es jetzt ein Querschnitt, ein neuer Schwerpunkt ist, also wichtig, der in jedem Fach als Querschnitt auftauchen soll, dann, das bedeutet ja, dass in jedem anderen Fach die Curricula gekürzt worden sind, um diesen Raum zu schaffen dafür, den zeitlichen. Ist das so? Also sind Inhalte aus den anderen Curricula rausgestrichen worden? Weil ich meine, jeder, der im Schulkontext unterwegs ist, weiß, dass die Lehrer abkotzen, weil sie so schon ihr Curriculum nicht unterbringen. Also von daher ist es absurd zu erwarten, einen neuen Schwerpunkt zu setzen, ohne andere Sachen rauszustreichen. Punkt 1. Ja. Punkt 2, natürlich muss es in die Ausbildung, da sind wir uns ja alle ganz einig. Und was den Punkt Open Educational Resources angeht, also klar müssen die das während ihrer Arbeitszeit machen, zumindest wenn es auf diese Lehrplattformen soll, weil die haben ja gar nicht die Nutzungs- und Verwertungsrechte, die haben ja die Arbeitgeber, sie machen es ja während ihrer Arbeitszeit, das heißt die Schulen und die Länder.
Alles andere wäre ja ihr Ding. Das heißt, sie dürfen damit gar nicht entscheiden, sondern da müssen dann die anderen drüber entscheiden. Also dementsprechend, es muss einfach definitiv mehr Zeit und mehr Geld für alles her. Da muss man gar nicht drum herumreden. Aber wichtig ist einfach auch eben, gerade ich an meinem Beispiel mit der Berufsschule und dem Fach Medienpädagoge, wenn es ein Querschnittsthema wird, dann wird das absaufen, weil keine Zeit dafür da ist. Da muss Zeit für geschaffen werden. Sie dürfen jetzt reagieren. Ich meine, mehr Zeit, mehr Geld, das können wir wahrscheinlich auf jeder Diskussion am Ende jedes Themas haben, aber da war ja viel Konkretes drin, auch aus der Praxis. Möchten Sie, Herr Eggert? Ich bin bei dem Thema offen und freue mich immer auf Vorschläge, welche Bereiche denn genau gekürzt werden sollen zugunsten dieses. Da haben wir in dem Fall ja auch diskutiert beim Ding. Es gab einige Initiativen, unter anderem vom Landesschülerausschuss, dass man Politik und Gesellschaftskunde als Pflichtfach einführt und das auch, indem man andere Sachen kürzt. Auch das ist mit der Stundentafel am Ende nicht hergekommen, weil wir am Ende begrenzte Sachen haben. Ich persönlich habe da viel Sympathien für. Ich kann nur sagen, man muss dann halt auch sagen, was gestrichen werden soll. Und bei mehr Geld, mehr Zeit heißt das dann auch, was woanders gestrichen werden muss, weil beides, Zeit und Geld, am Ende auch irgendwie endbar sind. Ist das als Theorem nicht so, dann stimme ich allem zu und wir sollten es sofort machen. Wenn wir aber davon ausgehen, dass es in der Praxis so ist, dass Geld und Zeit endbar sind, dann muss man irgendwo in anderen Bereichen streichen. Da gibt es gerade im Fall Beispiel Geschichte zum Beispiel sowas ja sehr massive Proteste dann entsprechend der Einzellehrerinnen und Lehrer, die da ganz massiv sagen, also alle, um genau zu sein, würden das Gleiche sagen, was Sie jetzt für den Bereich Medienausbildung gesagt haben, nämlich wichtiges Punkt, mein Fach, ersetze Name und das darf nicht gestrichen werden, sondern das sollte noch ausgebaut werden. Ist leider das Problem in der Wirklichkeit, mit der wir realisiert sind. Ich glaube, und das sehe ich ein bisschen anders zu dem der Querschnittsaufgabe, dass die Implementierung zum Beispiel von Medienkompetenzen und Erlernen in anderen Fächern nicht zwangsläufig bedeutet, dass ich den Anteil der Ausbildung für diese Fächer reduzieren muss, um das sozusagen damit einfließen zu lassen. Weil ich ja nun auch nicht auf die Idee komme und sage, im Physikunterricht hat man ja auch nicht irgendwie für die Schrift oder für an Tafel schreiben oder auf Computer schreiben oder für Excel oder einen Taschenrechner irgendwie neue Zeiten sozusagen reingenommen, sondern man hat es als Methodik mit reingenommen und sozusagen damit reingenommen. Ich glaube, dass das der Weg ist, den wir da nur gehen können. Ist das so vergleichbar? Frau Günther hatte sich gemeldet. Also zum Teil, denke ich, ist es vergleichbar. Also mal angenommen, man hat Chemie, dann arbeitet man zum Beispiel, irgendwelche Kuchendiagramme oder ähnliches mit dem Computer und erarbeitet sich eben genau solche Felder. Das, denke ich, ist durchaus möglich, wenn man eben auch die entsprechende technische Ausstattung dafür hat und die entsprechenden Lehrer das dann eben auch mit angehen wollen. Zum anderen denke ich aber, dass man bei den Curricula, die wir haben, durchaus etwas Mut zur Lücke beweisen kann. Also im Grunde weiß ja jeder, dass die Masse an kleinteiligem Wissen letztendlich ja überhaupt nicht behalten wird und die sollte vielleicht auch etwas weniger dann im Abitur abgefragt werden und dass es darum geht, wirklich große Schneisen zu schlagen in dem, was man lernt und sich aneignen zu können, wie man denn im Zweifelsfall auf die Sachen, die man in der Zwischenzeit wieder vergessen hat, denn doch irgendwie wieder kommt, wenn man sich das ein Jahr später nochmal anguckt. Also insofern denke ich, dass man, auch wenn man grob die Curricula so ähnlich lässt, wie sie sind, da durchaus, sagen wir mal, also ein paar Tiefenebenen rauskürzen könnte, um anderen wichtigen Sachen Platz zu machen, würde ich sagen. Thomas Birk, Entschuldigung, ich war jetzt, ja, Sie haben recht. Ich weiß es, dass man aus diesem oder aus dem Unterricht wirklich ein paar Sachen verbannen kann. In der Abiturstufe würde mir das zum Beispiel in meinen Fächern, auch in Mathe, leicht fallen, zu sagen, das muss ich hier nicht machen. Die Leute, die Mathe studieren wollen, können sich damit vertiefend beim Studium beschäftigen. Wir sind ja inzwischen schon so weit, dass wir in den Leistungskursen mathematische Grundlagenstudiumskenntnisse vermitteln. Und da sage ich mal, das muss nicht sein.
die Zeit könnte ich mir auch wirklich nehmen, um zum Beispiel Medienpolitik, Medienpädagogik zu machen. Was Kompetenzvermittlung angeht, da haben wir ja mit dem neuen Lehrplanwerk eigentlich jede Menge Freiraum geschaffen. Wir können durchaus in einigen Fächern oder eigentlich in den meisten Fächern Exkurse machen und müssen nicht, wie beispielsweise in Geschichte, alles chronologisch abarbeiten, sondern können das verbinden mit anderen Feldern. Übrigens Gesellschaftskunde haben wir ja als Pflichtfach. Aber das ist ja jetzt auch völlig nebensächlich. Ich denke, wir müssen zum einen, das wurde ja wohl deutlich vorhin, über die Hochschulverträge was regeln. Also wir müssen Forderungen stellen an die Hochschulen, und zwar egal für welche pädagogischen Bereiche. Und das können wir als Land sehr gut tun. Das heißt, wenn der politische Wille dazu da ist, dann kann auch mit den Hochschulen oder dann wird auch mit den Hochschulen entsprechend verhandelt werden. Weil die kriegen ja die Mittel aus dem Landeshaushalt und dann kann ich auch Forderungen stellen. Das machen wir ja auch durchaus auch. Ne? Also zum Beispiel jetzt die Forderung, mehr Lehrkräfte auszubilden, ist eine, die müssen die Hochschulen dann auch erfüllen. Also na klar muss man da verhandeln, aber so, und das könnte man hier, oder muss man hier ganz genauso tun. So, und für die Schulen bin ich schon der Meinung, dass wir überlegen müssen, zukünftig, was muss eigentlich unbedingt in der Schule gelernt werden, was sind die Grundlagen, die müssen die auch können. Und was mache ich darüber hinaus? Da muss auch eine Wahlmöglichkeit da sein. Die haben wir jetzt geschaffen mit dem neuen Lehrplan. Und dafür ist eigentlich dann auch Zeit für Medienpädagogik. Bloß dann braucht man natürlich auch die Fachkräfte dazu. Ich würde gerne an der Stelle nochmal, ist es kurz und sehr wichtig, sonst würde ich mal nochmal versuchen. Ja, ich würde es gerne einmal, also einmal würde ich einmal sagen, ich sitze seit 5 Jahren in dem Bildungsausschuss. Warum haben wir nie solche Debatten dort geführt? Das wäre sehr, sehr gut gewesen. Vielleicht sollte man das hier einführen, oder? Ich bin ja auch queerpolitischer Sprecher und ich wollte einen kleinen Vergleich ziehen. Als wir die Rahmenlehrpläne diskutiert haben, musste ich dafür, oder habe ich freiwillig sehr gerne, alle Fächer durchgeguckt, ob auch das Thema querschnittsmäßig verankert ist, Queerpolitik, also Lesben, Schwulen, Transpolitik in den verschiedenen Fächern und nicht nur als Querschnittskompetenz an einer Stelle. Und es war eben sehr wenig verankert und früher war es mehr verankert und wir haben dafür gesorgt, dass das wieder mehr in den Fächern verankert ist. Ich habe natürlich bei der Gelegenheit, weil ich auch die Querschnittskompetenz Medien mir angeschaut habe, geguckt, gibt es da irgendwie Anregungen in den Fachthemen, in den Fächern, wo man daraus schließen könnte, dass man das nutzen könnte, um eben auch Medienkompetenz nach vorne zu bringen und habe da so gut wie nichts gefunden. Und ich glaube, darauf wird es dann auch mal ankommen, dass man genauso wie man fachlich Querschnittssachen in die Fachthemen auch wirklich reinbringen muss, dass man eben diese Medienkompetenz mit den fachlichen Themen mehr verbindet. Und das meinte ich, dass man wirklich den Lehrkräften auch Raum geben muss, fachdidaktisch das umzusetzen, was man querschnittsmäßig von ihnen erwartet und die gar nicht wissen, wie sie das beides miteinander verbinden. Und da müssen wir das nach vorne bringen, dass das gewollt ist, aber es muss sich dann auch niederschlagen in den Anregungen, die an die Schulen gehen. Also ich finde die Anregung, dass man solche Debatten in dieser Runde anders führt, als Sie das sonst so kennen, finde ich schon super. Da sollte unbedingt jemand drauf rumdenken, wie man sowas öfter mal irgendwie stattfinden lassen kann, wenn das so ergiebig ist. Ganz kurz, weil wir jetzt natürlich alle Wahlprüfsteine, wir waren überall jetzt immer schon mit einem Bein kurz drin und nicht, das ist fast auch eine Frage ans Publikum, Basiscurriculum, Medienbildung, sollen wir das nochmal besprechen an dieser Stelle, was glaube ich so ein hottes Thema ist, nicht mehr, haben wir schon genügend abgedeckt an der Stelle, Vernetzung Medienakteure und OER steht noch so ein bisschen auf dem Plan. Ich würde das tatsächlich so ein bisschen öffnen, nicht Herr Lange. Na, ist ja schon ein bisschen bezeichnend. Hier sitzen hauptsächlich Leute aus der außerschulischen Bildung und wir reden die ganze Zeit wieder über Schule. Jetzt sind die Experten aus der, jetzt würde ich doch mal gerne den Blick darauf richten, zu gucken, wie wir auch die außerschulische Bildung unterstützen. Ich habe es ja schon gesagt, Medienkompetenzzentren in Berlin werden minimal nur unterstützt durch diese Nationalen. 5.000 Euro im Jahr, das ist gar nichts bei den gestiegenen Anforderungen. Und gerade im außerschulischen Bereich werden ja auch sehr viele, vor allen Dingen bildungsferne Jugendliche erreicht, werden jetzt Flüchtlinge, Thema Integration erreicht.
Recht und so. Und da muss meiner Meinung nach auch noch einiges getan werden. Und da ist zu wenig getan worden. Und auch im Vergleich zu Brandenburg, die ja eine Landeskonzeption haben, Medienbildung, nochmal zu gucken, wie man wirklich auch einen gemeinsamen, übergreifenden Plan auch für Berlin mal entwickelt, um Medienbildung voranzubringen. Also nicht nur Schule, sondern wirklich mal auch auf alle Bereiche guckt und auch auf die außerschulische Bildung. Thomas Birk. Ja, jetzt müsste da sein. Es hat ja in den letzten Haushaltsberatungen in letzter Sekunde zu den Jugendkunstschulen, Jugendverkehrsschulen, Jugendgarten- und Arbeitsschulen einen kleinen Griff aus der Pulle gegeben oder Schluck aus der Pulle von 2 Millionen, was wir sehr begrüßen, was ich richtig finde. Und da sind eben andere Bereiche leider gar nicht berücksichtigt worden. Und als wir die Debatte dazu hatten, weil ja eben auch sehr viele EU-Fördermittel weggefallen sind durch die neue Förderperiode im Ausschuss dazu, dass einzelne Träger praktisch auch gar nicht wissen, weil sie wie sie weitermachen sollen, weil einfach die EU-Förderung weggefallen ist und keine Äquivalenz dazu gekommen ist, muss ich einfach hier nochmal zitieren aus dem Bildungsausschuss, hat der Eckert gesagt, na Träger, die damit nicht klarkommen mit der Förderstruktur in Berlin, die sind vielleicht gar nicht wert, gefördert zu werden. Und das war der einzige Beitrag der Koalition dazu. Und ich glaube, das müssen wir uns wirklich nochmal sehr genau angucken. Diese Fachkompetenz, die Sie hier mitbringen und die Sie ja auch wirklich weitergeben können an die Schulen und an die Kitas, aber natürlich auch außerschulisch weiterentwickelt werden müssen, die braucht natürlich wirklich eine Finanzierung und sollte auch, die Anregung kam ja über die Wahlprüfsteine, vielleicht auch ins Schulgesetz reingeschrieben werden als Institution, die Kompetenzzentren. Und diese Trägerlandschaft, die muss einfach mehr gepflegt werden. Das ist der Humus, aus dem wir alle schöpfen können. Denn vieles von dem, was wir hier erzählen, das haben Sie entwickelt und das haben wir gelesen und geben es jetzt hier vom Podium wieder, muss man ganz ehrlicherweise auch sagen. Björn Engert, ja, schön. Zu der ganzen Wahrheit gehört ja dazu, also ich habe genau das gesagt. Und jetzt kommt das Wichtige, da wäre jetzt die Medienkompetenz. Was ist genau davor gesagt worden und in welchem Kontext wurde es gesagt? Die Forderung davor, die Herr Birk aufgemacht hat, war, es fallen Europamittel weg. Und weil die Trägerlandschaft so gut ist, müssen alle Mittel, die von Europa wegfallen, doch jetzt am besten vom Land Berlin übernommen werden und ausgezahlt werden, weil die armen Träger ja gar nicht genau wussten, ob sie denn nun weiter gefördert werden könnten oder nicht. Und dann habe ich vor diesem Satz noch, zwischen dem, was Herr Birk gesagt hat und dem, was ich gesagt habe, was ich so gesagt habe, aber rausgeschnitten war hier eben gerade, noch wichtigen Vorsatz gesagt. Dass der Prozess der Veränderung der Förderstruktur bei den Mitteln der Europäischen Union a. eminent ist, weil er sozusagen automatisch mit dazugehört in der Förderkulisse und dass er seit über 2 Jahren angekündigt gewesen ist und den Hinweis gegeben, dass wer dann jetzt direkt während der Haushaltsverhandlungen vor der Tür steht und sagt, Überraschung, Überraschung, ich habe gar nicht mitbekommen, Europa streicht mir jetzt die Mittel, ich hätte jetzt gerne genau dieses Geld vom Land Berlin. Dass diejenigen wahrscheinlich dann nicht so in der Förderkulisse verankert sind und man dann das zumindest hinterfragen könnte, habe ich ein bisschen klar und deutlich gesagt, bleibe ich dabei, ich habe selber für einen freien Träger gearbeitet, habe ich eben gerade gesagt, ich glaube, dass man über Projekte Ritis und so weiter streiten, diskutieren kann. Weiß ich selber, dass das mal teilweise blöd ist bei der Planung. Aber ganz klar, das gehört mit zur Kompetenz für kompetente Träger mit dazu, sich um Drittmittel sozusagen zu kümmern. Und da muss man sozusagen solche Sachen mit reinrechnen. Da kann man nicht dann danach kommen und sagen, jetzt ist Europa weg, jetzt bitte das Land eingreifen. Möchte sich darüber jemand aufregen? Naja, es ist ja gar nicht so, es ist ja nicht so, dass das Geld nicht da ist. Man kann ja auch Prioritäten setzen. Ne? Diese Medienkompetenzzentren, zusammengerechnet 60.000, ne? Im Vergleich dazu wird ein Berliner Jugendportal aufgesetzt von Frau Scheres Lieblingsprojekt mit 200.000 im Jahr, wo vorher gewarnt worden ist von Experten und Expertise, dass das nicht funktioniert. Man kann nicht mit Facebook und WhatsApp konkurrieren, was man damit versucht. Und man erreicht auch übers Netz nicht die Jugendlichen, die erreicht werden müssen, sondern die erreicht man vor Ort in der Arbeit in den Zentren vor Ort. Die erreicht man nicht mit so einem virtuellen Jugendportal. Und das ist jetzt ganz schön für die Jugendlichen, die da eine Redaktion haben, die 20, das sind aber auch spezielle Jugendliche. Da geht das Geld jetzt hin. Also es ist nicht so, dass kein Geld vorhanden ist, ne? Reihenfolge, Frau Kittler, jetzt, weil Sie, glaube ich, auch los müssen. Stimmt das? Stimmt, ich muss zur IHK, da ist die nächste Podiumsdiskussion. Tut mir sehr leid. Aber ich wollte zumindest noch eins sagen, das ist natürlich auch ein Problem.
diese Programmgeschichte, also das heißt, Bildung davon abhängig zu machen, ob ein Programm von egal wem, ob aus dem Bund, aus dem Land oder der EU aufgelegt wird, das ist ja wohl ein Grundübel und muss verändert werden. Also dafür müssen auch so Mittel zur Verfügung stehen. Und denke mal schon, dass wir die haben. Sie haben ein Beispiel genannt, wo man es hätte hernehmen können, selbstverständlich. Und ich bitte, das zu entschuldigen, ist nicht meine Art, also mal so kurz irgendwo aufzuschlagen, aber die Zusage für die IHK hatte ich also schon vorher gemacht, bevor der Termin hier kam, ja. Schön, dass Sie da waren. Vielen Dank, Frau Kittler. Ja, guten Tag. Michael Siebenmorgen. Ich arbeite für ein Medienkompetenzzentrum. Ich leite eins in Steglitz-Zehlendorf. Genau. Das war schon gerade von Michael Lange schön gesagt worden, wie das ist. 5.000 Euro im Jahr. Also ich habe Sozialmanagement studiert. Also ich weiß, wie man einen Laden am Laufen hält. Aber mit 5.000 Euro ist es wirklich etwas schwierig. Wir bekommen noch ein bisschen was vom Bezirk dazu. Der Bezirk sagt aber, das müssen wir für Jugendarbeit einsetzen. Nun will ich jetzt nicht wieder auf Schulen zurückkommen, aber dennoch, gestern war ich zufälligerweise auf einer Versammlung von der Fortbildungskoordinatorin für Steglitz-Zehlendorf für die Schulen. Da war ich zusammen mit Rektoren von Schulen und so, die alle erstmal verwundert sagten, auch Medienkompetenzzentrum, sowas haben wir. Mit vielen Schulen arbeiten wir zusammen, aber die müssen das immer finanzieren. Ja, also die müssen das selber finanzieren, weil wir vom Bezirk für Jugend, ja, Jugend, wir dürfen nur Jugend machen. Und da sehe ich eine eindeutige Lücke, wo ich sage, natürlich, da könnte doch die Senatsschulverwaltung kommen und sagen, also zu diesen 5.000 Euro, die ihr jährlich verpassen dürft, tun wir einfach noch mal was dazu. Ich würde sagen, so in der Größenordnung von einer vollen Stelle pro Monat, damit ihr den Schulen helft, wie Herr Birk das ja auch gesagt hat, die Medienkompetenzzentren sollen an die Schulen kommen. Da könnte man doch einen schönen Finanzierungsmix machen, indem man halt aus der Schulverwaltung auch noch ein bisschen Geld in die Medienkompetenzzentren fließen lässt und dadurch halt auch diese andere Sache in der Schule zum Laufen bringt. Passt das so ein bisschen zu dem, Sie sich auch gemeldet hatten, Frau Günther? Ja, weil wir sind ja eigentlich immer noch beim gleichen Thema, nämlich die Finanzierung. Also diese Projektfinanzierung ist natürlich wirklich nicht gerade sehr nachhaltig. Und das mit den Drittmitteln ist auch auf einer gewissen Ebene problematisch, zumindest wenn es dann dahin geht, da lässt sich dann der eine mal eben von einem Konzern sponsern und der nächste von ich weiß nicht wem. Und das sind ja eigentlich Bereiche, die wir im Prinzip ja eigentlich aus der Schule und aus der Bildung ein Stück weit raushalten wollen, wenn man da ein bisschen neutral bleiben will. Und dazu kommt noch dieses, also naja, man hat mitbekommen, dass man kein Geld mehr hat demnächst. Ja, das haben die wahrscheinlich mitbekommen. Die Frage ist nur, ob man das so leicht dann letztendlich wieder kompensieren kann auf die eine oder andere Art und Weise. Und wenn ich jetzt in der Zeitung lese, dass wie viel 50 Millionen für diese Schülerdatenbank inzwischen versenkt wurde, was ja für die Qualität des Unterrichts absolut überhaupt keinen Unterschied macht. Das ist ja nur, also was stand jetzt gerade in der Zeitung, es ist wichtig, um zu gucken, wie viele Schüler wir haben und ob ein paar Schüler sozusagen der Schule fernbleiben. Aber ja, gut, ein bisschen mehr schon, aber dieses Geld, also oder zumindest wenn man dafür Geld hat, dann sollte man etwas, was wirklich direkt der Qualität der Schule zugutekommt, einfach in einem etwas größeren Maß fördern und auch in einem etwas nachhaltigen Maß. Mhm. Möchten Sie, ich weiß jetzt, dass Sie bei der Wikimedia sind, aber Sie hatten sich gemeldet. Möchten Sie das jetzt oder hat sie schon erledigt? Weil ich Sie vorher ein bisschen übergangen habe aufgrund der Reihenfolge.
Ich kann eigentlich an diese Projektgeschichte anschließen, weil OER wird gerade überall, also wer das so ein bisschen die, OER wird gerade als Heilsbringer so verkauft, so ist es zumindest, habe ich manchmal das Gefühl, so macht doch OER und eure Medienkompetenz ist super. Ich sehe da eine ganz große Gefahr und zwar, ich sehe die Gefahr dieser Projekteritis, die auch schon, dann wird da eine super Plattform hingesetzt, die ganzen etablierten OER-Initiativen, die sich seit Jahren, ich sage jetzt mal wirklich, ist ein bisschen salopp, sich wirklich den Arsch aufreißen, damit irgendwie dieses Thema ein bisschen breiter wird, die ganz viele gute Pläne haben, die gute Ideen haben, werden einfach übergangen und es wird irgendwo eine Plattform gebaut, die nach 5 Jahren, wenn das Projekt ausläuft, verweist. Und man hat gerade gestern kam es durch die Medien, was macht Amazon? Amazon kauft sich quasi gerade bei der USA-Regierung ein bei dem Thema und wird natürlich das nicht machen aus CR, also aus Corporate Responsibility, sondern weil sie Geld machen wollen. Deswegen, ich finde es immer wichtig, wir haben letztes Jahr bei dem Projekt Mapping OER alle Bildungsbereiche uns angeguckt, nicht nur Schule, sondern wir haben geguckt, Schule, Weiterbildung, berufliche Bildung und Hochschule. Außerschulische Bildung ist tatsächlich so da nicht so dabei gewesen. Und ein Thema, was aus allen zurückkam, ist, fangt nicht uns jetzt hier mit OER irgendwie an, wir sollen jetzt alle OER machen und dann geht es uns allen gut, sondern lasst uns erstmal auf die Medienbildung, auf die Basics konzentrieren und da brauchen wir auch keine Laptop-Klassen für oder da brauchen wir auch keine iPad-Klassen für und ich bin kein Medienpädagoge bin noch durch die alte Schule gegangen und habe trotzdem irgendwie gelernt, irgendwie mit einem guten Umfeld irgendwie doch klarzukommen mit so einer gewissen Kompatibilität. Und ich fand es auch ganz schön, dass es am Anfang nochmal gesagt wurde, es geht ja vor allem auch darum, die Kinder und Jugendliche, wenn man jetzt den Blick dahin wird, vor allem zu demokratischen Bürgerinnen und Bürgern zu erziehen. Und das ist doch trotzdem auch toll, wenn sie das Internet verstehen. Das stimmt. Da, hier, Szenenapplaus, ganz leise, aber immerhin, das erste Mal heute, sehr schön. Wenn Sie sich das so anhören hier auf dem Podium, all diese Einwürfe, die Ideen, die ganzen Erfahrungen und so weiter, passt das nicht ganz genau, aber trotzdem wollte ich diese Frage nochmal in den Raum stellen, so ein Aktionsbündnis für Medienbildung zu initiieren und in dem eben verschiedene Initiativen dabei sind, eben genau das passiert, was jetzt eigentlich passiert, könnte man ja sich dann vorstellen, es wäre dann so eine Sitzung an so einem Tag, an dem dann alle sehr bereichert rausgehen. Wie stehen Sie denn dazu? Ja, das ist ja das eigentliche Ärgernis, muss man noch mal zum Schluss wirklich sagen. Es gab ja die Initiative von mehreren von Ihnen, die hier im Raum sind und anderen, sowas zum Anfang der Legislaturperiode in Berlin zu etablieren, ein damals Stichwort Runder Tisch Medienbildung, nach Vorbild von anderen Bundesländern wie Brandenburg, Rheinland-Pfalz war ein Gast da und hat da referiert. 3 Treffen hat es gegeben mit viel Beteiligung, aber wer fehlte, war der Senat. Einmal war Herr Neufert da, aber ansonsten war der Senat nicht offiziell vertreten. Neufert war, glaube ich, auch nur als Privatperson da und es fehlten vor allem Regierungsfraktionsvertreter und als wir dann eben in Auftrag von Ihnen darum gebeten haben, den Senat das Ganze zu übernehmen, zu moderieren. Das ist ja auch dann eine Kostenfrage, sowas wirklich richtig zu machen und eine Koordinationsfrage, wurde das rundweg abgelehnt und zwar sehr resolut. Und dann muss man sagen, ruhte auch der politische Prozess zu dem Thema im Abgeordnetenhaus ein Stück weit, weil wenn natürlich aus so einem Forum, das dann nicht mehr existierte, keine Anforderungen direkt formuliert werden, dann macht die Politik auch nichts. Und ich muss auch sagen, selbst wir als Opposition haben dann eine Weile noch abgewartet, kommt dann nochmal ein neuer Education Masterplan oder irgendwas, da kam nichts und haben uns dann auch sehr spät erst zu dem Antrag aufgerafft, sage ich mal, den wir jetzt gestellt haben zum Ende der Legislaturperiode. Das ist komplett verschlafen worden. Dieses Thema in dieser Legislaturperiode. Und das ist deswegen passiert, weil der Impuls, der von Ihnen kam, nicht aufgenommen wurde vom Senat. Und das muss unbedingt in der nächsten Legislaturperiode anders werden. Und wenn die MABB sozusagen da eine aktive Rolle spielen soll, dann gerne auch Sie. Hauptsache, es übernimmt jemand von offizieller Seite die Initiative, dass wir da so ein Austauschforum haben, wo auch wirklich Themen reingegeben und wieder rauskommen. Und das braucht Berlin unbedingt. Wir blamieren uns doch wirklich bundesweit, dass wir da wirklich wieder so Zielletzter sind, um dieses Thema nach vorne zu bringen. Jetzt zum Schluss wird es aber ganz schön verrückt hier mit diesen emotionalen Ausbrüchen, die ich hier erleben muss. Wir hatten da schon ein ganz gutes Schlusswort mit dem, man muss ja das Internet verstehen, auch jetzt wäre das ganz schön, aber ich will Ihnen beiden nicht die Chance nehmen, da womöglich nochmal eine Ergänzung zu machen an der Stelle. Bitte gerne, Frau Günther.
Ja, also ich denke, da sind sich die Oppositionsparteien im Prinzip ja einig gewesen, genau an diesem Punkt, dann ja auch mit dem gemeinsamen Antrag. Also dieser runde Tisch ist letztendlich verschlafen worden. Auf der anderen Seite hält man diese digitale Hauptstadt hoch. Das passt nicht so richtig zusammen, es sei denn, man will das wirklich nur als Wirtschaftsförderungsforum. Aber ich denke, es ist so ähnlich wie beim Sport. Wenn man nicht mit dem Breitensport anfängt, kann man sich den Spitzensport halt irgendwie auch höchstens irgendwo anders zusammenkaufen, aber jedenfalls nicht hochziehen. Und deswegen ist das was, wo die Große Koalition oder die neuen Regierungsparteien natürlich wirklich ihre Hausaufgaben machen sollen, wenn man mal dieses böse Wort verwenden will. Doping hilft ja immer mit diesem Spitzensport, aber was das im Bildungsbereich heißen soll, möchte man sich ja auch gar nicht ausmalen. Herr Eggert. Ja, ich habe mir auf dem Weg hierher schon überlegt, ob ich dazu eine ganz tolle und passende Antwort habe, die sie alle für mich einnimmt und erklärt, dass ich damit ja eigentlich nichts zu tun habe und ich nicht der, zu der Zeit nicht und auch jetzt nicht der schulpolitische Sprecher gewesen bin, aber das verkneife ich mir alles. Wir haben als SPD-Vertreter bei so einer Situation einen schwierigen Punkt, dass ich meine persönliche Meinung dazu habe, dass ich vieles von dem, was eben gerade gesagt wurde, unterstützenswert finde, dass ich auch gut vorstellen kann, dass man in der nächsten Legislatur mit anderen Koalitionen, an denen dann die SPD vermutlich wieder beteiligt ist, mit anderen KoalitionspartnerInnen, das besser hinbekommen könnte als mit dem jetzigen. Könnte ich mir theoretisch sehr gut vorstellen. Und natürlich ist es aber auch so, dass ich hier auch die Bilanz hochhalten muss von dem, was bis jetzt irgendwie gelaufen ist in allen Bereichen und wo irgendwas gefördert wird und so weiter. Wenn alles, was fehlt, immer angekreidet wird im Senat, dann sage ich immer, ja, der Bildungs- und Schul- und Hochschulbereich ist bei der SPD seit Zeiten, da gab es noch nicht mal YouTube, also da sozusagen die Zeit mal einzuräumen. Und ich sage, wir haben eine ganze Menge gemacht und gefördert und da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Da kann man sagen, der und der Bereich, das passt uns nicht, wir haben eine andere Schwerpunktsetzung und so zu. Finde ich in Ordnung, sollte man sich auch drüber streiten können. Ich glaube, so ein runder Tisch ist trotzdem eine ganz gute Sache, kann man in der nächsten Legislatur gerne drüber nachdenken. Und tendenziell sollte man es dann, wenn man es macht, auch ordentlich angehen und sollte keinen runden Tisch machen, sondern dann sollte es ein Beirat sein, der dann wirklich angesiedelt ist und zu dem Thema dann halt einen Bericht, eine Expertise mit einbringt. Könnte ich mir gut vorstellen, vielleicht kriegen wir es in die Koalitionsverhandlung rein. Mögliche zwei Koalitionspartner sitzen hier ja noch. Bitteschön. Also in der Regel wird ja Politik immer erst aktiv, wenn es irgendeinen Leidensdruck gibt. Nun haben wir ja Gott sei Dank, richtigerweise, diese neuen Rahmenlehrpläne einschließlich des Basiscurriculums Medienbildung, das macht Druck, insbesondere auf das Schulsystem, auf das Schulsystem und auch mit enormen Rückwirkungen auf den außerschulischen medienpädagogischen Bereich. Das ist schon jetzt unsere Erfahrung als außerschulische Bildungspartner, dass viel mehr Anfragen an uns gerichtet werden von Schule als noch zuvor, vor diesem Basiscurriculum. Ich habe ja am Anfang schon gesagt, ich könnte noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie das Ganze in Brandenburg gelaufen ist. Da hat man sich vor 5 Jahren auf den Weg gemacht. Man hat Leitprojekte entwickelt auf der Grundlage eines Konzeptpapiers, die auch im Augenblick nur in eine Fachöffentlichkeit hineinwirken können, um zu sensibilisieren. Jetzt wird evaluiert, das ist gerade der Auftrag gekommen vom Brandenburger Landtag, dass das zu erfolgen hat. Und dann wird es eine zweite Raketenzündstufe geben, damit die Netzwerke, die sich mittlerweile entwickelt haben, auch verstetigen und auch auf die Arbeitsebene, in den Landkreisen, in die Gemeinden hineinkommen. Dafür braucht es aber ein professionelles Management. So, das haben wir auch in Brandenburg heute noch nicht, dass das Ministerium sagt, ich manage das alles zentral. Aber zumindest hat sich unser Bildungsministerium mit der Medienanstalt zusammengetan und die Medienanstalt hat auch Geld mit ins System reingegeben. So, das ist der erste Punkt. Dann gibt es, was auch gut ist in Brandenburg, eine kleine, aber doch professionell arbeitenden Fachverband mit einer eigenen Geschäftsstelle. So, das haben wir leider in Berlin auch nicht, eine entsprechende professionelle Entsprechung. Wenn der Bildungssenat selbst sich hier nicht den Hut aufsetzen will, aus welchen Gründen auch immer, dann gibt es immer noch die Option,
dieses professionelle Management zu externalisieren. Da gibt es genug starke Träger in Berlin, die das leisten können, die dann auch dieses Netzwerk, was hier zum Teil ja schon versammelt ist, zusammenhalten können und das mit Politik und Wissenschaft zusammenbringen. Vielleicht ist das ja auch der letzte Anreiz, dass man nicht hier rausgehen muss und sagen muss, Brandenburg ist da ja viel besser als Berlin. Vielleicht war das auch noch mal auf einer anderen Ebene eine sehr gute Zusammenfassung und Inspiration für Sie hier auf dem Podium. Möchte jemand das noch kommentieren? Oder sollen wir das einfach mal stehen lassen als Erfahrungspraxis aus Brandenburg mit Ideen, wie das auch hier vielleicht irgendwann anders laufen könnte? Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie hier waren, Björn Eggert, Bettina Günther und Thomas Birk. Vielen Dank für Ihre Zeit und Aufmerksamkeit. Und jetzt gibt es noch Brötchen und Sekt und auch Wasser und sowas. Aber da könnte man dann auch eben diese Visitenkarten tauschen und sich weiter vernetzen und all die Dinge tun, die wichtig sind für die nächsten Diskussionen dieser Art und die nächsten Fortschritte hoffentlich. Vielen Dank und einen schönen Abend. Diskussion.